So, meine Freunde, der leicht angeschlagene Papa ist auch da. Der leicht angeschlagene Papa ist auch da. Heute gibt's den Erkältungstestspielstream. Wunderbar, wunderbar. Papa ist ein bisschen angeschlagen noch, aber ist nicht schlimm. Wir kriegen das ganz hin. Ich habe schon die Nachricht von Nico angehängt, hat die Ausstellung schon reingeschrieben. Wir gucken uns die trotzdem nochmal zusammen an. Sobald ich die aufkriege, wunderbar. Ich werde jetzt natürlich, sobald die jetzt da ist, gleich auch jeden begrüßen hier einmal. So, gucken wir mal da. Zack, zack, ab. So, jetzt erstmal natürlich ganz, ganz liebe Grüße an jeden, der schon eingeschaltet hat. Ich freue mich sehr. Nico ganz früh im Chat gewesen. Das freut mich doch. Mods auch am Start. Daisuke, Christian, Falkenstein. Na, Nico, grüß dich, Christian. Ich hoffe, dir geht's gut. Yogi, moin moin zusammen, moin Mike, Dennis, moin Eike, moin, moin Ilka. Schönen Sonntag, das sieht nach einer A11 aus. Ich hab noch nicht reingeguckt, wir gucken jetzt gleich. Whistler, moin, Björn, moin, hi alle zusammen. Grüße, 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 Mina ist auch am Start. Daspo, Kanalmitglied, moin, Jürgensen, moin aus Zürich, grüß dich mein Lieber. Stay schwierig, Grüße, Grüße, Grüße. Ja, Freunde, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, mir geht's nicht ganz so mega gut, aber ich glaube, wir kriegen alles hin. Ich muss ab und zu nur mal einen Hustenbonbon nehmen. Und ich muss gleich nochmal kurz aufstehen und mein Nasenspray holen. Aber sonst ist alles soweit paletti. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich auch immer noch, mit euch dieses Testspiel gucken zu können. Wollte ich mir auch auf keinen Fall nehmen lassen. Momentan muss ich euch sagen, ist sowieso, wie gesagt, ja, alles läuft so ein bisschen drunter und drüber. Aber kriegen wir alles schon hin. Und ja, wie gesagt, Papa geht's nicht ganz so gut. Dann auch noch typisch Januar. Die Leute, die von euch auch Wohnung, Auto haben, werden das kennen. 1000 Rechnungen, alles kommt rein, dann geht's hier nicht gut und dann ist alles scheiße. Also heute Morgen und gestern bin ich aufgestanden und dachte mir so, alles ist scheiße. Alles ist scheiße, lasst mich alle in Ruhe. Keinen Bock auf gar nichts gehabt. Ja, wie gesagt, 1000 Rechnungen reingekommen, dann bist du selber krank, kannst nichts machen. Es ist alles zu kurz gewesen. Aber ich freue mich wirklich, das sage ich euch auch wirklich vom Herzen, mich immer wieder, wenn wir hier einen Stream starten und so viele Leute schon hier direkt da sind, jetzt bei einem Testspiel, wo man wirklich sagen muss, das ist halt ein Testspiel, und trotzdem schalten so viele Leute ein und haben mir auch im Vorhinein schon geschrieben, ich küsse euer Herz, ich freue mich immer, euch zu sehen, auch an alle Kanalmitglieder, danke für eure Treue und auch Nico als Mod am Start, freut mich sehr. So, jetzt hast du mitbekommen, Marco Reus ergibt nach Al-Nassr. Ich habe mitbekommen, dass Al-Nassr auf jeden Fall interessiert ist. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass Marco Reus das macht. Aber ja, ich habe es auch mitbekommen. Am Rande musste ein bisschen grinsen, sage ich dir ehrlich, wie es ist. So, jetzt reagieren wir auf die Aufstellung. Alle, die es noch nicht getan haben, mal ganz kurz ein Däumchen da oben schon mal da lassen. 100 Likes, Pflichtprogramm relativ früh am Anfang mal reinzuhauen. Und wer vielleicht schon mal überlegt hat, Nico, hier können wir mal einen Euro reinhauen, macht eine Kanalmitgliedschaft. 1,99, einfach Kanalmitglied werden, seid mit dabei. Wir wollen natürlich auch viele Kanalmitglieder hier am Start haben als Werder-Vertreter. So, ist das nicht CR7? Genau richtig, zu allen Nassers aus CR7. Pavlenka am Tor, Jung, Pieper, Stay, Dux, Weiser, Berg, Bittencourt, Velkovic, Gruhe, Friedel. Aha. Wer ist denn im Sturm jetzt? Dux und Berg?
Okay, Bittencourt und Stay im Mittelfeld. Gruev als Sechser. Ja. Ja, es geht in so eine Richtung Startelf, ne? Es geht in eine Startelf-Richtung, kann man schon sagen. Meint ihr, wir machen Halbzeit-Halbzeit? Zweite Halbzeit komplett einmal durchgewechselt? Aber dann, ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass heute ein paar durchspielen. Also so wie ich das da sehe, ist es Startelf ähnlich, sagen wir mal so. Ich persönlich würde Veljković tauschen noch mit Stark. Also ich persönlich jetzt. Ja, und Berg ist halt nicht da, sonst ist eigentlich Füllkrug da. Aber der ist ja angeschlagen. Das ist ja, weiß man ja. Ja. Und, Freunde, ich sehe gerade Fußball-News, Transfermarkt. Willkommen bei Real League und Dritte Liga. Mua! Neues Kanalmitglied. Guck mal, kriegst hier einen Erkältungskuss. Mua! Ich danke dir beim Herzen für deine Mitgliedschaft. Danke, danke, danke. Wo ist Philipp? Ist krank. Ist krank, sowas wie ich. Hat, Virus. Romano Schmid fällt aus. Eine Weile. Eine Weile sogar. Ehre, Ehre, Ehre. Genau, jawohl, Leute. Guck mal, da nutzt ihr auch natürlich die Emojis nochmal. Da muss ich auch nochmal ein paar neue erstellen. Nico, da müsst ihr uns auch nochmal zusammensetzen. Ich brauche noch einen Füllkrug-Emoji. Das hat sich der Chat gewünscht. Und an alle Kanalmitglieder gerne mal reinschreiben, was ihr euch noch so wünscht. Vielleicht kann Nico nebenbei auch mal mitschreiben kurz. Können wir noch ein, zwei Emojis hier auch reinhauen. Wenn wir unter der Woche übrigens live sind, sind wir immer auf Twitch live. Ne? Also da auch nie verpassen. Übrigens kam gerade eben die Frage, wann es startet. 15:30 ist Anstoß. 15:30 Anstoß. Wer fehlt euch in der Startelf, Chat? Schreibt mal alle rein. Eurer Meinung. Wer fehlt euch in der Startelf? Wer fehlt euch in der Startelf? So, Freunde, ich tue jetzt mal ganz kurz mein Nasenspray holen. Das nehme ich da hinten. So, ich mache einfach so kurz. Guck mal. Dann hört ihr mich weiter auf meiner Reise. Einmal hier rüber gestiegen. Zack, halbes Zimmer auseinandergenommen. Hoppala. Wo ist mein Nasenspray? Da. So, wir direkt auch noch hier Hustenbonbons mitnehmen. Mit ins Geschäft nehmen. Wunderbar. Ihr müsst mich ja eigentlich weiter hören. Im Normalfall. Ich sehe schon ganz viele. Schreiben gerade, Berger fehlt. Ja. Berger auf jeden Fall. So, was brauchen wir noch als Emoji-Chat? Was brauchen wir noch als Emoji? Was brauchen wir noch für die Kanalmitglieder? Auf jeden Fall brauchen wir Emoji, ein Schiri mit rotem Kreuz. Darüber wäre langsam sinnvoll. Ne, ein Schiri, aber der so rot zeigt, wäre vielleicht ganz geil, oder? Warte, ich benutze kurz Nasenspray. Ich weiß nicht, ob man das zeigen darf hier so. Ah. YouTube ist ja auch manchmal da so ein bisschen, ne? Boah. Junge, Junge, Junge. Das war ein Zug, Junge, ich sag's dir. Krankheitsstarterpaket, so nehme ich. Finde die Startelf perfekt, soll ja, denke ich mal, die erste Elf sein. Ich gehe voll aus, ja. Das ist praktisch die erste Elf, wenn ein Füllkrug ausfällt. Sieht unsere erste Elf so aktuell aus. Stay reingerückt für Romano. Ja. Hey, guckt euch den an. Guckt euch den an, den Busse. Der Busse kommt auch hier in die Mitgliedschaft rein. Willkommen bei Real League und Dritte Liga. Busse, ich küsse doch dein Herz. Muah. Busse übrigens auch ein super, super netter YouTube-Kollege. Hat nämlich direkt reingeschrieben gehabt, mir auf Instagram gute Besserung. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal. Zahnlücke als Emote. Das hätte auch was. Hast du nicht auf Twitch noch Emotes, die nicht hier sind? Alle beweglichen konnte ich nicht hier einstellen. So war das. Die konnten wir nicht einstellen, warum auch immer. YouTube hat die nicht angenommen. Oder zumindest hat die angenommen, dann habe ich die freigemacht und dann haben die sich aber nicht bewegt. Also das ist so, YouTube hat da gar keinen Bock drauf. Groß, Gott sei Dank nicht in der Startelf. Ja, also das ist die vermeintlich stärkste Elf scheinbar jetzt gerade. Ich glaube, dass wir trotzdem Berger in der zweiten Halbzeit sehen werden. Ich hoffe, dass wir Salifu in der zweiten Halbzeit sehen werden. Und ich denke, dass Bomb und Niklas Schmidt auch Einsatzminuten bekommen. Die Lampe geht fliegen. Die Lampe ist doch schon lange fliegen gegangen. Freunde, gerne nochmal Däumchen oben da lassen. 100 Likes voll machen. Kurze Info für alle anderen. Morgen um 18 Uhr ist der Stammtisch. Ich hoffe, ich bin da bis dahin noch ein bisschen fitter. Und da, wird dann der Stammtisch praktisch wieder eingeleitet. Wo wird das Spiel übertragen? Auf YouTube, Jürgensen. Auf YouTube, auf dem Werder-Channel.
Morgen wieder der Stammtisch ganz normal. Ja, ganz normal, 18 Uhr, wie immer sonst auch. Ab morgen jede Woche wieder. Freue mich sehr, wenn jeder einschaltet. Und jeder, der später sagt, ey, ich gehe jetzt rüber, Werder gucken. Und die kommen dann meistens in der Halbzeit und nach dem Spiel wieder. Auch wichtige Info, nach dem Spiel gibt es natürlich auch nochmal meine Meinung zum Testspiel. Zur Analyse. Denn, ganz wichtig, auch wenn der Papa krank ist, ihr und ich müssen heute mit strengerem Auge gucken. Warum? Wir haben nach diesem Testspiel nur noch einen Härtetest. Das ist nächste Woche Samstag, in 6 Tagen schon. Da geht es nämlich gegen Schalke ran. Das ist ein absoluter Härtetest gegen Schalke. Und danach ist schon wieder Bundesliga. Danach die Woche schon wieder Bundesliga. Das heißt, sie haben jetzt die letzten 2 Härtetests. Das ist Härtetest im Trainingslager. Trainingslager ist dann vorbei nach dem Testspiel. Und nächste Woche geht's gegen Schalke. Also, wichtig und richtig. Bis dahin hätte ich lieber Schmidt gesehen. Wenn der Offensive vor wäre, schön. Ja. Hat er auch auf Schmidt gehofft. Ja, ich glaube, dass man da Richtung Köln schon guckt. Ich glaube, dass man Richtung Köln guckt. Also sollte zum Beispiel Romano Schmid bei Köln auch noch ausfallen, wird wahrscheinlich Stay in der Startelf stehen. So wie es aussieht. Schalke Aufsteiger-Test hier wird auch geil. Wird mega geil, ja. Wird mega geil. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Hey, Undertaker, moin, grüß dich. Na, gerade aufgewacht. St. Gallen kann was? Ja, ist Schweizer Erstligist, oder? Oder sind die nicht mehr der Erstliga? Ich meine schon, oder? Ich meine, die sind Schweizer Erstligist. Chat, korrigiert mich gerne. Aber ich meine, Schweizer Erstligist. Was ist denn da los? Ich habe doch gerade gesagt, Jungs, ey. Hallo, Freunde. Also jetzt mal, ich wollte die Karte nicht auspacken. Aber jetzt muss ich es tun. Wir sind über 200 Leute hier drin. Und 40 Likes. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wer jetzt nicht die Deutsche oben drückt, der ist Hamburger. Sorry, ist so. Wer jetzt nicht Deutsche oben drückt, HSV-Fan. Ich meine ja nur. Ich will ja keinen Stress hier machen, ne? Aber müsst ihr selber wissen. Wer jetzt kein Deutscher oben drückt, Hamburg-Fan. So. Wann geht das Spiel endlich los? In 22 Minuten, 21 Minuten. Geil, eigentlich ein Test wird zur richtigen Zeit mit Streamgeller Sonntag absolut einem Dennis. Ich habe auch beim letzten Test schon gesagt, dass mir das echt hier vor allen Dingen für die Leute leid hat, die auf der Arbeit waren. Das ist ja echt sehr, sehr ärgerlich gewesen. Absolute blöde Zeit halt gewesen, ne? Ja, guck mal hier, direkt 20 Likes mehr. Siehst du, da sind schon die Ersten, die wollen auf keinen Fall HSV-Fans sein. Sag euch, wie es ist. 100 Likes müssen vorgemacht werden. Wir brauchen unbedingt noch ein Stürmer-Backup. Coole Frage. Da machen wir direkt mal eine Abstimmung raus. Wir sind über 200 Leute hier drin gerade. Zu dem Testspiel. Und da frage ich euch alle. Hand aufs Herz jetzt. Hand aufs Herz. Als erstes drückt ihr nochmal kurz ein Däumchen oben, dass wir 100 Likes sollen haben. Und dann schreibt ihr rein. Eins in den Chat, wenn ihr sagt, wir brauchen noch einen Offensivspieler, Stürmer, der vielleicht auch dahinter spielen kann, aber auf jeden Fall ein Stürmerersatz für genau so eine Situation, wenn eben Füllkrug oder Durkisch mal ausfallen. Eins in den Chat, zwei in den Chat, wenn ihr sagt, nein, wir brauchen keinen Stürmer mehr, Stürmer haben wir genug. So, schreibt's rein. Eins oder zwei. Wo wird das Spiel übertragen? YouTube, auf dem Werder-Channel. Der Spruch hat mies gezogen. Der hat richtig gezogen. Ich sagte, wie es ist. Wir haben 70 Likes schon mal. Ja? Noch 30, dann haben wir die 100 voll. Tom Berger ist unser 4. Stürmer. Ja, zum Ranführen ja, aber als wirklich qualitativen, guck mal, 1-1-1-1-1. Fast durchgehen, 1. Sind wir alle einer Meinung? Können wir alle einmal so machen? Und jetzt, für alle, die 1 reingeschrieben haben, Kandidaten. Schreibt doch mal Kandidaten rein. Wen würdet ihr gerne holen im Winter? Ihr wisst, was wir können. Wir können nur Laie oder ablösefrei. Schreibt eure Namen rein. Die Mods einmal gerade mitschreiben, welche Kandidaten reinkommen. Vielleicht machen wir die Woche nochmal eine Stürmerkandidatenfolge. 4 Stürmer für Werder. 4 gewinnt. 4 gewinnt. Was, da bin ich schon bei Felice wieder. 4 für die Raute. Habt ihr eigentlich das Format gesehen? 4 für die Raute? Das war geil, wa? Hat der Nico aus dem Chat hier, ein Mod von mir, auch ein richtig geiles Thumb gezaubert. Allgemein, kleiner Grafikfuchs geworden. Ich habe ihm gesagt, er soll, wenn er das für mehrere Leute macht, ich kann ihn empfehlen. Kann er ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Guck mal hier. Hier, guck mal gerade, Freunde. Hier, guck mal. 4 für die Raute. Versteht ihr? Macht mal eine Raute, dann seid ihr bei 4 Punkten. 4 für die Raute. Geil. Einfach nur geil. Hier, schönes Thumb. Könnt ihr auf jeden Fall
euch schon mal merken. 4 für die Raute und da machen wir nächste Folge nicht Transfervorschläge, sondern 4 für die Raute. Stürmer. 4 Stürmer für Werder. So, 4 Stürmer für Werder. Akpala, Toni Kroos, ich sehe schon. Da kommen super Namen vor. Und hier übrigens nochmal für alle, Kanalmitglied werden, 1,99, habt ihr so eine Raute neben euren Namen stehen, so wie die Leute, die es schon im Chat haben, werdet grün markiert und habt diese Emojis sofort und weitere werden jetzt auch noch kommen. Ne? Also, wenn das nicht mal eine super Sache ist, weiß ich aber auch nicht weiter. Waldschmidt, Philipp Tietz. Tietz wurde auch irgendwie mehrmals schon geschrieben. Liegt aber, glaube ich, eher an dieser Karriere von Gamer Brother. Ne? Ich habe gehört, dass er den wohl da genommen hat. Ich finde, Tietz in echt spricht er mich gar nicht mal so an. Wie viele Treffer hatte der zweiten Liga? 5, 6 Tore? 5, 6 Tore in der zweiten Liga? Ich weiß nicht. Ich sehe den irgendwie nicht so als wirklich qualitativen Backup, Tietz. Aber er ist schon ein paar Mal reingeschrieben worden. Waldschmidt würde ich sofort sehen. Philipp würde ich auch immer noch nehmen. Bei UNDAF auch ganz interessant. Bei UNDAF ist auch ganz interessant. Da hat mir jemand geschrieben. Warte mal. Hier. Pass auf. Wow, upala. Ich lese euch die Nachricht mal vor. Moin. Der Cousin von Dennis UNDAF spielt bei mir in der Mannschaft. Den habe ich heute getroffen. Der meinte, nach Bremen wird er wohl nicht gehen. Habe ich geschrieben. Wäre schade. Kann mir auch immer noch vorstellen, dass UNDAF gut in die Bundesliga passt. Schreibt er definitiv. Das war eine Sache, die ich euch vorlesen wollte. Und noch jemand hat mir was geschrieben. Jetzt muss ich mit meinem Kopf, der ein bisschen erkältet ist, hier mal gerade gucken, ob ich die Nachricht finde. Vertrag läuft im Sommer aus. Ich habe teilweise mit den Brüdern und Cousins von Leuten jetzt Kontakt. So. Ach, hier kann ich nochmal schreiben. Danke dir. Von einzelnen Spielern. Ich habe noch eine Info bekommen, die ich euch auch vorlesen wollte und auch durfte. Scheiße, jetzt finde ich es nicht mehr. War auch von irgendeinem Spieler. Irgendein Spieler, der Bruder oder Cousin oder so, der jemanden getroffen hat. Warte mal, warte mal. Scheiße, ich finde es gerade nicht. Ich finde es gerade nicht, Freunde. Ich werde mich nochmal da hinsetzen. Auf jeden Fall hatte ich noch jemanden, der auch irgendwie Cousin oder Bruder von jemandem war. Ah ja, das hatte ich auch noch. Das ist auch noch eine coole, kurze Sache für euch. Und zwar hat der gute Ben, Felix Agu, gestern im KFC getroffen. Auch nicht schlecht, ne? Agu ist ja zu Hause geblieben, also in Bremen, weil er ja, hier, wie heißt es, wegen der Verletzung nicht mit konnte. Und Felix Agu wurde gestern von einem Abonnenten von uns getroffen hier. Ben. Ganz liebe Grüße gehen raus, Ben. KFC. Geil, wa? 6 Tore hat er, ne? Ja, der Tietz, ne? Mhm. Und darf Julio Engelstein wiederholen. Gibt sogar ein paar vertragslose Stürmer, da kann man ja mal anfragen. Doch, Tietz schon gut. Also in den Darmstadt-Spielen, die ich geschaut habe, war der sehr stark. Ja, aber auf die Saison gesehen, finde ich ihn nicht so, dass ich sage, der wäre für uns eine krasse Verstärkung. Wenn man ihn wirklich, ich habe sehr, sehr viele Zweitligaspiele auch gesehen, jetzt sage ich euch, der hatte 5, 6 Tore in der Hinrunde jetzt, bis jetzt ist nicht so, dass ich so sage, ja, weißt du, machen wir. Wann geht's los? 15 Minuten noch. Werder gewinnt heute 4-0. Oh ja, Tipps müssen wir noch. Hier, Chat, schreibt mal rein. Was sind eure Tipps? Beuth von Lauter würde ich auch fühlen. Beuth, ja. Seide, Philipp Tietz, Waldschmidt, Beuth, mhm. Wo kann man eigentlich Kanalmitgliedschaft verschenken? Oh, das kannst du, Jürgensen, das kannst du im Chat, glaube ich, direkt machen. Da kannst du unten, gibt es irgendwo einen Knopf, kann das mal jemand kurz erklären? Ich glaube, das geht. Das würde mich natürlich auch super freuen, ne? Also an die Leute, die Kanalmitglieder schon sind und da noch Kanalmitglieder verschenken, ganz, ganz viel Liebe geht raus an euch. Wir wollen natürlich auch ganz viele Kanalmitglieder hier sammeln, dass wir irgendwann im Chat alles grüne Namen sehen mit einer Raute daneben. Wichtig und richtig, die Raute neben dem Namen zu haben. Also, wenn ihr auch die Raute neben dem Namen haben wollt, einfach Kanalmitglied werden oder hier, selber Kanal, also hier, Kanalmitglied werden, zack, 1,99, habt ihr die Raute neben euch. Sonst einfach Kanalmitgliedschaft verschenken für die, die es schon haben. Ihr habt übrigens, ich glaube, mit Bronze fängt es an, ne? Ja, Bronze fängt es an, dann habt ihr Silber nach einem Monat, dann Gold, dann Grün und dann ERN mit Kranz und das ist nach 2 Jahren, glaube ich. Das hat noch keiner. Aber das hier haben schon Whistler und Doc Lock.
Und was ich sehr, sehr cool finde, habe ich das letzte schon mal erzählt, ne? Das finde ich wirklich geil, dass YouTube das eingeführt hat. Hier, unsere Kanalmitglieder, steht immer wieder andere. Damit jeder hier mal auf der Startseite ist. Könnt ihr praktisch immer wieder aktualisieren, wenn ihr Kanalmitglied seid, wenn ihr irgendwann auch euer Namen hier sehen. Oder euer Profilbild. Dann steht ihr hier auf unserer Seite. Das ist sehr, sehr geil, von YouTube gemacht. Was würdest du von einem Transfer von Florian Muslia halten? Boah, kann ich gar nicht so sagen. Musst du mir bei Instagram schicken. Muslia hat erst verlängert, kam direkt als Info darunter. Perfekt. 4-1, 4-1. Chat, jeder nochmal reinschreiben. Was ist euer Tipp? Ich sag 4-1. 4-1 sage ich auch, wie Olga. 4-1 sage ich. 4-1 Werder. Gerhard, hallo Nico. Und ich bin morgen auch wieder dabei beim Stammtisch. Gerhard, das freut mich doch. Gerhard übrigens auch mittlerweile eine Stammtischlegende. Hat extra für uns ein neues Mikrofon gehört, dass man ihn da besser jetzt hört. Sehr, sehr geil, der Gerhard. Zwei, zwei, fünf, eins, zwei, zwei. Wer macht denn die Tore? Macht Birk heute mal einen Treffer? Noch hat das letztens keiner mal besser. Nächsten Monat werde ich umgelabelt. Ja, Whistler, das ist aber dann eine Halleluja, wa? 2 Jahre da Mitglied, boah, müssen wir eigentlich feiern. Oh, Freunde, 91 Likes haben wir, wunderbar. Guck mal, haben wir doch jetzt fast die 100. Wer ist der 100. Liker? Schreibt mal rein. Kannst du mal sagen, geil, auf Transfermarkt zeigen, vielleicht haben die interessante Spieler. Gucken wir jetzt gleich, warte mal. Ey, tut mir echt leid, dass ich so ein bisschen beschnupft rede und so. Ich hoffe, geht trotzdem. Könnt ihr mal ganz kurz Liebe hier lassen. Einmal kurz eine Einzelchat für einfach mal ein bisschen Liebe. Wenn ihr sagt, ey, der Nico, dann ist das schon ein toller. Da lasse ich auch mal gerne Liebe da. Da freue ich mich auch, dass es den Stream hier gibt. Und werde erstmal Kanalmitglied, Kappa. Wunderbar. So, das ist St. Gallen. St. Gallen hat einen 23-Millionen-Kader. Wen haben die denn im Sturm? Mittelstürmer. Guck mal, den haben die ablösefrei bekommen. Der kostet 50.000 nur. Ein dummer Basi. Müssen wir mal im Auge behalten. Wer ist denn bei dem Topscorer hier? Latte Latz. Ah, aber der ist Zerlin, oder was? Was steht da? Was ist das? 1-1-1-1, Kurs. Hä, ist der geliehen oder was steht da? Was soll das heißen? Leihspieler, ah ja, der geht wieder zurück, toll. Okay. Jeremy Gulimenot. Ja, aber das heißt ja nichts, wenn er zu Atlanta zurückgeht, der ist 24. Hallo, der hat 700.000 Marktwert, vielleicht kann man den trotzdem am Auge behalten. Okay, wer ist noch Topscorer? Lukas Görtler. Wo ist er denn? Wo ist er? Hier, Görtler, wo bist du? Lukas Görtler, da, Kapitän im Mittelfeld. Oh, aber der ist schon 28. Ja, 28 ist ein bisschen zu alt für uns. Ja, hier, guck mal, der ist Jeremy Gulimut. Auch wunderbar, der hat 4 Tore, 4 Vorlagen. Den behalten wir im Auge. Vielleicht ist das einer für Werder. Wen haben die denn auf der 10? Offensives Mittelfeld, Stuttgart-Leier, perfekt. Hier, auch für dieses Mittelfeld. Christian Witzig, auch interessant, ne? Könnte einer, oder, Chat? Ganz kurz, wir sind 341 Leute drin. Könnt ihr mal ganz kurz mir einmal kurz Knutscher zurückgeben? Mwah, Freunde, ist das eine kranke Zahl hier wieder auf dem Testspiel Sonntag? Weiß gleich, schalten viele kurz rüber. Aber da hatten scheinbar auch viele gerade Bock. Also, ich sag ja, ich glaube, für uns persönlich ganz interessant, immer noch die Position Stürmer. Vielleicht sogar jemand, der im Idealfall auch dahinter spielen kann. Wäre immer noch jemand, den man auf jeden Fall klar machen könnte. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir uns da im Winter jetzt noch verstärken würden. Die längste Winterpause ist langsam vorbei, das sieht man auch. Einfach die ganze Mannschaft kaufen oder so. Ein paar werden schon gut sein. Kann man auch so, weißt du? Man muss auch mal Prioritäten setzen da. Jürgen Zinn, Upgrade auf Rinico 1. Ey, ich krieg zu viel. Jürgen Zinn, komm mal her, lass dich mal knutschen. Dankeschön für deinen Support. Upgrade auf Rinico 1. Liga. Ich danke dir. Kuss geht raus, mein Lieber. Für deinen ganzen Support, Jürgensen. Vielen lieben Dank. Und an alle anderen, die auch supporten wollen, werdet auch Mitglied, die kostenlos gerade supporten wollen,
habe ich nochmal kurz einen Hinweis. Wir machen es nochmal so wie gerade eben. Wir sind 361 Leute drin. Wir haben 110 Likes. Jeder, der jetzt nicht auf den Like-Button drückt, ist HSV-Fan. So, ist in eurer Hand. Ist in eurer Hand. Ich würde sagen, da sind aber jetzt mal ganz schnell die 200 Likes voll. Dann zählt es nicht mehr. Dann ist keiner mehr HSV-Fan. Dann ist okay. Man merkt, dass mittlerweile viele unter Werder-Anzug leiden. Ja klar, das ist scheiße gewesen. Frankfurt won! Willkommen bei Real Nico Dritte Liga. Jawohl! Mwah! Kuss geht raus. Seht ihr, guck mal, da sind jetzt gleich ganz viele im Chat, alle grün. Haben eine Raute neben ihren Namen. Die wissen, wie es geht. So nämlich. Bei mir steht, dass der Stream um 14 Uhr hätte starten sollen. Nee, bei mir stand um 15 Uhr. Und in 8 Minuten müsste Anstoß sein. In 8 Minuten müsste aber schon Anstoß sein. Warum läuft der noch nicht? Warte mal, wir gehen, drücken nochmal, aktualisieren. Nö, läuft immer noch nicht, tatsächlich. Flo Mito, 99 Cent. Ich danke dir. Kuss, kuss, kuss. Der Euro kommt in die Rechnungen. Ich hab's gerade eben schon mal gesagt. Januar ist immer Rechnungsmonat. 1000 Rechnungen. Aber die musst du auch erstmal zahlen können, sage ich euch, wie es ist, ey. Auto, Versicherung jetzt wegen dem Unfall auf einmal doppelt so teuer. Perfekt. Nur Liebe. Naja, naja. Aber wir haben ja unser Werder. Wir haben ja unser Werder. Das lenkt wenigstens mal eine Stunde auf zwei ein bisschen ab vom Alltag. Von dem ganzen Scheiß. So, von mir aus könnte gleich langsam losgehen. Wie seht ihr das? Die Top-Torschützen in League 2 sind auch interessant. Besonders wenn du U25 sind. Clever selber das Rezept. Ja, auf jeden Fall. War letztes Jahr auswärts in Dortmund so ein Highlight. Ja, das glaube ich. Also Dortmund war ja sowieso das Krasseste. Das werde ich auch immer in Gedanken haben, bin ich voll bei dir, weil wir da zum einen unsere Werner-Lampe kaputt gemacht haben, wegen dem Tor von Niklas Schmidt, Kappa, und aber auch, weil dieser Clip in der Sportshow danach lief. Also das muss man ja auch sagen, ne? Moin, Chris, grüß dich. Hat ein Stream bei Bremen jemals sofort funktioniert? Nee, oder mit Rucklern. Mit Rucklern. Ich bin immer gespannt, welche Qualität wir heute sehen werden. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Sag ich euch, wie es ist. Wann geht's denn los? Ich dachte 15 Uhr. 15:30 Uhr, also in 7 Minuten, 6 Minuten. Bin so froh, endlich wieder Bremen. Ja, ich auch, Markus. Markus Gerlach, hundertprozentig. Am Ende ist der Praktikant übers Kabel gestolpert. Ey, Chat, wir sind hier über 400 Leute. Hier kann auch bestimmt irgendjemand beantworten. Wird das Schalke-Spiel übertragen? Wird das Schalke-Spiel übertragen? Weiß das irgendjemand? Ich habe immer noch keine Info, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mich fragen auch immer so viele. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Also wenn es irgendjemand weiß, gerne mal reinschreiben. Wird die Werder-Lampe eigentlich ersetzt? Eigentlich müssten wir mal als nächstes für die Community oder sowas einbauen. Also so ein Spendenziel oder so. Weil so eine Lampe, das alles neu zu machen, man müsste ja dann auch so ein Upgrade machen, das kostet 400 Euro. Das schaffe ich momentan einfach nicht. Schaffe ich momentan einfach wirklich nicht. Warum laufen liegen schon aber die Bundesliga nicht? Ja. Gut, ich nicht, dass wir machen. Oh, Rede! Oh, ich danke dir vom Herzen. Ich danke dir vom Herzen. 5,99, kleine Spende. Danke für deine Arbeit. Grün-weiße Grüße aus Berlin. Ey, Rede, komm mal her, lass mich mal knutschen. Und guck mal, Rede haut 5,99 rein. Zack, beginnt das hier. Rede, ich danke dir ehrlich, vom Herzen, ne? Kuss, 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 mein Lieber. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. So, Stream ist live. Wunderbar. Freunde, nochmal schnell die 200 Likes voll machen. 138 sind wir. Moin Nico, noch das Allerbeste für dich. Auf groß Neues an jeden, den ich noch nicht gesehen habe, Joseph. Gut, dass du es nochmal reinschreibst. Ihr wisst ja auch, wir haben auch unser nächstes Abonnentenziel. Würde mich sehr freuen, wenn ihr alle nochmal ein Abo dalassen würdet. 16.850 Abonnenten sind wir. Die 16.900 können wir vielleicht kurz mal voll machen. Macht die 16.900 voll, Freunde. 16.900, würde mich freuen. Hätte Werder einfach gegen Dortmund verloren, die Lampe wäre Topform. Kann man jetzt so und so sehen, ne? Kann man so und so sehen, würde ich sagen. So, machen wir wieder auf altmodisch das Bild hier oben rein. Zack. Wo haben wir denn jetzt hier das Bild? Wartet mal ganz kurz, Freunde. Ich bin sofort jetzt da. Ich sehe euch gerade nicht. Ich muss kurz mal das Bild erstmal hier reinmachen jetzt. Sandgallen. Ah, guck mal. Oh ja, das sieht nach was aus. Das sieht doch nach was aus, oder? Chat. Machen wir so. Guck mal, so gleich. Und da machen wir da 0-0 daneben noch. Und dann geht es gleich schon los. 0 zu 0.
Umrandung, Schlagschatten. So, guck mal. Ich freue mich so auf den Stammtisch wieder, Freunde, ne? Mit euch da zu talken. Das wird richtig schön werden. Jürgensen! Ich hab's nicht gesehen, weil ich hier am dicksten war. Jürgensen! Alter Schwede, 30 Schweizer Franken! So, Nico, da ich keine Kanalmitgliedschaft per Handy verschenken kann, wie mir gerade gesagt wurde und ich mich jetzt auf die Couch schon breit gemacht habe, bin ich jetzt erste Liga-Abonnent. Wer jetzt nicht spendet, ist HSV-Fan. So kriegen wir die Rechnung bezahlt, Freunde. Danke dir, Jürgensen. Kuss geht raus. Vielen, vielen lieben Dank, Jürgensen. Kuss, ehrlich. Ich danke dir vom Herzen. 30 Schweizer Franken. Alter Schwede. Jürgensen. Sehr, sehr geil, Freunde. Sehr, sehr geil. Ja, Freunde. Da seht ihr mal, guck mal, wir sind 400 Leute im Chat. Wenn jeder 1 Euro spendet oder 2 Euro spendet, dann haben wir eine neue Werderlampe. Weniger brauchen wir jetzt nur. Wir haben ja gerade 30 vom Jürgensen bekommen. Also, Freunde, jeder mal oder jeder eine Kanalmitgliedschaft macht für 1,99. Geht auch. Dann können wir hier Rambazamba machen. Dann haben wir hier bald eine neue Werderlampe hängen. Sag ich euch, wie es ist. Weil ich habe momentan zu viele Rechnungen. Ich kann das gerade wirklich nicht. Aber wenn wir alle zusammentun, dann schaffen wir das. So, Sandgallen, Werder Bremen. Das ist das gleiche Stadion, ne? Da haben wir auch gegen Real Murcia gespielt. Könnt aber gerade noch so machen, solange es noch nicht losgeht. Gerne auch voll auf Twitch da lassen, genau. Wie sieht denn die Umfrage aus? Wie viele Leute haben schon mitgemacht? 337 Leute. 91% sagen, wer da gewinnt. Ja, bin ich auch dabei. Sorry für Spam, alles gut. So, da kommen die Jungs raus. So, ich habe schon mal die Maus an der Zeit. Jetzt bin ich aber mal gespannt, Freunde. So, Freunde, schaffen wir vor Anschluss noch schnell die 200 Likes. 151 haben wir. Mal ganz schnell noch die 200 Likes voll machen, Freunde. Auf Kamera belichtet 100. Sind wir überbelichtet? Oder war das, oder meinst du jetzt, wer das Stream? Ist unser Licht okay oder muss ich es dunkler machen? Ich kann auch dunkler machen. Weiß nicht, wie das hier angezeigt wird gerade. Sieht einfach aus, als wäre die Farbe raus aus den Trikots. Ach so, du. Ah, okay, ihr meint bei Werder Stream. Okay, ich dachte schon. Okay. So. Das Ganze sieht krass aus. Ja. Guck mal, Pieper, der ist gut drauf, der ist schon am Grinsen. Der weiß gleich, kommt gleich eine Monstergrätsche. Sag ich euch, wie es ist. Da kommt gleich so eine Monstergrätsche. Moin, Jürgen. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Wo ist der Stream? Der ist bei Werder Bremen auf dem Live, also auf Kanal von Werder. Hallo, Nico. Und eins von den Highlights des letzten Jahres war auch die Torjubel von dir. Ich danke dir sehr, Gerhard. Wir haben nur die Lachs mitgenommen, oder was? Scheint so, ne? Die sind ja auch irgendwie mega beliebt, ne? Ist ja hier das hier. So, Marco Friedel, jetzt zeig mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da heute sehen werden, ne? Man muss das Testspiel heute ernst nehmen. Es ist kein Quatsch. Hier darf jetzt nicht so ein Larifari-Scheiß sein. Von Anfang an voll dabei sein, von Anfang an ernst nehmen. Ich nehme nochmal Nasenspray. Vielleicht hilft's ja. Oh. So, die macht noch Seitenwechsel, Junge. Die meint das richtig ernst. Aber ist ja gut. 153 Likes, Freunde. Kuss. 200 sind auf jeden Fall gleich drin. 200 Likes. So. Kommt, Jungs. Dann starten wir jetzt hier mal rein. Ich hab schon so Bock. Aber gegen Schalke hat, weißt du, auch keiner, ne? Keiner weiß, ob wir gegen Schalke übertragen werden. Ich hoffe wirklich sehr. Auf welchen Spieler seid ihr am meisten gespannt heute? Gute Frage, schreibt mal rein. Auf welchen Spieler seid ihr heute am meisten gespannt? Schreibt nochmal rein, Freunde, bevor es jetzt losgeht. Ich mag das Lachs-Trikot. Mal schauen, was wir für Hummel bekommen. Ja. Auf die Hummel-Trikots bin ich auch mal gespannt. Und vor allem, ob wir die nächstes Jahr dann schon haben werden. So.
Alle Jungs stehen bereit, sehr gut. Und Anstoß. Wunderbar. So, St. Gallen hat angestoßen, ist direkt motiviert. Geht da gut nach vorne, aber Werder holt sich direkt den Ball durch in den Lauf von Birk und schade. Schade. Nicht verkehrt. Kommt, Männer. Direkt breit machen da. Langer Ball von St. Gallen kommt. Das kennst du mittlerweile eigentlich wieder irgendwo am Start oder hat er sich ganz zurückgezogen? Hat sich ganz zurückgezogen. Hat mir noch eine super nette Weihnachtskarte geschickt, der Kessi. Ist auch immer noch ein super Typ, aber Social Media technisch ganz zurückgezogen. Jetzt geht der Ball da ganz rüber. Jung, komm, 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 komm. Buchanan fällt übrigens auch heute aus, ne? Ey, auch extrem bitter. Also, es ist die vermeintliche Startelf mit den aktuellen Ausfällen. Romano Schmid könnte ja auch länger ausfallen, Innenbandverletzung. Lücke wird auf jeden Fall gegen Schalke wahrscheinlich wieder da sein. Er hat ja nur einen grippalen Infekt wohl. Aber ja, für Birk jetzt eigentlich auch wieder eine Chance, sich zu beweisen, ne? Muss man ja auch sagen. Eigentlich ist es für Birk wieder eine richtige Chance, sich zu beweisen. Stay muss jetzt auf sich aufmerksam machen. Absolut. Ja, bin ich auch bei dir. Ich mag den Kommentator bei Werder TV irgendwie nicht. Der redet immer zu langsam und monoton. Ich habe den aus, also ich habe Musik auf den Ohren immer. Wisst ihr ja, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Jung, Ruhef, oh, Ruhef direkt attackiert worden, Ballverlust, unnötiger Ballverlust, Abschluss und der hält ihn. Eieieiei, das war eine dumme Aktion von Ruhef. Musste direkt spielen oder den gar nicht erst anspielen. War direkt von zwei Mann bedrängt. Das Einzige, was ich hier gerade ganz gut finde, ist, wenn das die Frau zur Startelf ist, dann wäre Grosso auf der Bank. Das finde ich gut. Kann man den Link zum Spiel einkopieren? Kann irgendjemand mal den Link von Werder rüber schicken in Chat? Bittenkurt sollte mal wieder besser spielen. Bittenkurt ist gut in die Saison gestartet und hat dann echt abgebaut. Ne? Das Pokalspiel war dann noch wirklich gut, aber hat dann wirklich auch wieder abgebaut. Habe es endlich mal wieder geschafft, mit dir zu synchronisieren. Sehr, sehr geil. Ja, bei YouTube geht das relativ einfach dann, ne? Ich habe bei Birk keine großen Erwartungen mehr, nachdem er halb weg ist. Ja, man muss sagen, bei Oliver Birk fehlt mir an vielen Ecken was, ne? Also da erwartet man einfach auch mehr. Es kann halt nicht sein, dass wir ihn wirklich nur für diese paar Minuten dann immer haben. Das ist schon zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Weil, wie gesagt, wenn jetzt sowas wie jetzt, ne, wenn Füllkrug mal ausfällt, Dinci ist sowieso fast immer verletzt. Dann stehst du schon blöd da. Dann steht Oliver Birk in der Startelf und reißt meistens nichts. Aber mal gucken. Also Berger zum Beispiel in der Vorbereitung in jedem Spiel besser gewesen als Birk. Nur mal so als ein Beispiel, ne? Friedel dreht ab. Genau, mal hinten rum. Pavlenka. Kann man so langsam reden, Alter. Hab den jetzt aus und dich an. Kuss, 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 Nico. Ball über rechts außen. Pieper gefällt mir übrigens da auch immer noch absolut gut. Ich finde, der ist absolut gesetzter. Oh, Veljkovic. Auch was für eine Ballannahme wieder, ne? Jung. Jung rüber. Neuer Aufbau. Aber wisst ihr, was mir ganz gut gefällt? St. Gallen macht direkt Druck. Das heißt, sie sind direkt gefordert. Finde ich gut. Sehr offensives Pressing von St. Gallen da. Könnte ich mir vorstellen, dass Köln das in der Anfangsphase auch macht. Da brauchen wir auch Lösungen. Jetzt der Spielaufbau über Jung. Jung mit einem guten Ball auf Dux, der ins Nichts. Da steht einfach gar keiner. Perfekt. Aber Fehlpass St. Gallen. Bittenkurt kämpft, aber Foulspiel. Freistoß. Birk hat halt den Anfangshype. Ja, der hat auch am Anfang abgeliefert, muss man ja sagen. Ne? Auch wo der dann reinkam und so, aber hat danach echt auch stark abgebaut. Konnte auch als Joker nicht mehr so überzeugen, Fahrfahren sowieso nicht, muss man auch klar sagen. So, jetzt der Freistoß in der eigenen Hälfte von St. Gallen, die mit dem Aufbau jetzt hier. Wie gesagt, Freunde, wer auch gerne supporten will, kann gerne einen Däumchen da oben da lassen und gerne ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr schon mal euch eintragen wollt, gerne natürlich auch nach dem Spiel die Analyse gucken und morgen den Stammtisch um 18 Uhr.
Da geht der Ball rüber. Schön gespielt. Stay mit einem guten Ball, Oliver Birk. Oliver Birk. Das ist für mich auch so ein bisschen das Problem. Ich weiß, wie ihr das seht. Aber Oliver Birk, manchmal kommt einem das so vor, wenn er mit seinem Tempo nach außen gedrängt wird, weiß er nichts mit dem Ball anzufangen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Die musst du eigentlich gerade anspielen, quer vorm Tor irgendwie, dass du ihn da in den Lauf schickst, dass er dann schießen kann. Aber mit dem Ball selber wirkt das manchmal echt auf, als ob der da nicht so was damit anzufangen weiß. Ich würde eher Berger starten lassen als Birk. Aktuell ich auch, Lukas, bin ich voll bei dir. Ich finde, Berger hat das auch immer super gemacht. Ich hoffe auch, dass wir ihn in der zweiten Halbzeit sehen werden. Moin Eierkopf, bester Name. Süßes Kommentar, das ist halt ein Testspiel, da ist nicht so emotional wie im Bundesligaspiel. Bei den Bundesligaspielen ist der auch ja nicht so monoton, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Jonas, kann dazu gar nichts sagen. Ist der, überträgt Werder die Bundesligaspiele? Nico plus 1 sehe ich bei Birk auch so. Überträgt Werder die Bundesligaspiele? Bin ich lost? Dann zeigen die doch nur die Highlights, oder? Bundesligaspiel kannst du ja nur bei Sky und DAZN sehen. Ja. Wieso spielt Füllkrug eigentlich nicht? Grippaler-Infekt, erkältet. Birk ist halt technisch echt schwach, ja. Er ist technisch sehr limitiert. Ball rüber. Boah, kurzer Ball auf Pavlenka, der jetzt ganz rüber. Steht da jemand? Ja, jung. Stay, setzt den Körper ein und holt den Einwurf raus. Wir lassen uns da hinten so ein bisschen schneller aus der Ruhe bringen, ne? Birk ist quasi so noch schlechtere Version von Timo Werner. Der kann auch nichts mit dem Ball. Ja, aber der Timo Werner ist technisch sogar stärker als Oliver Birk, würde ich sagen. Nee, aber nachträglich kann man die Spiele noch komplett anschauen. Ach so, okay, Jonas. Ja, das habe ich noch nie gemacht, aber es liegt auch daran, dass ich jetzt Sky und DAZN dann habe, ne? Aber das wirst du dann besser wissen als ich. Als man Birk geholt hat, wusste man, was man bekommt. Der ist schnell, aber limitiert. Gerade deswegen brauchen wir noch einen offensiven, kompletteren Spieler. Wir brauchen eigentlich wirklich entweder einen klassischen Mittelstürmer Richtung Füllkrugs Richtung oder jemanden, der technisch auch so kann, dass er auch hinter den Stürmern noch spielen kann. Dass man auch eine neue Variante hat. Was ich zum Beispiel so ein bisschen drückend finde, also jetzt erstmal in der Ecke von St. Gallen. Wir haben ja angekündigt gehabt, dass wir im Trainingslager auch eine neue Variante einbauen wollen. Wir haben jetzt das zweite Testspiel. Eieieiei, den hat man aber komplett offen gelassen da rechts. Wir haben jetzt das zweite. Ach, guck mal, das ist doch der Kulumente. Kulumente. Über den haben wir gerade eben noch geredet. Der hat 4 Tore und 4 Vorlagen in der eigenen Liga. Und zwar wollten wir eigentlich schon eine weitere Variante einbauen. Klar, von der Grundformation her hat man nichts geändert. Das war irgendwie fast zu erwarten unter Ole Werner. Auch wenn viele die Hoffnung hatten, dass sie eine zweite Formation einbauen, ist nicht so. Aber was ich zum Beispiel sehr interessant gefunden hätte, wenn man mal wirklich in dieser Grundformation einfach den einen Achter nach hinten geschoben hätte, zwei klassische Sechser davor, ein Zehner, mit dann zum Beispiel dem Berger als Beispiel, wie das dann ausgesehen hätte. Sowas wäre auch mal interessant gewesen. So spielen jetzt eigentlich Stay und Bittencourt wieder auf gleicher Höhe, Gruev dahinter. Wir machen uns natürlich dadurch in der Rückrunde irgendwann auch sehr leicht auszurechnen, ne? Wenn wir immer gleich starten. Von der Formation her. Aber gut. Vielleicht hat man ja intern ein paar Anweisungen bekommen, um Situationen schneller zu lösen. War ja auch ein Ansatz. Man wollte ja auch in den Testspielen jetzt gucken, dass man weitere Lösungsansätze auch bei tiefstehenden Gegnern entwickeln kann. Jetzt hast du mit St. Gallen gerade einen Gegner, die extrem hoch auch pressen und Tempofußball spielen. Gefällt mir gut. St. Gallen könnte auch ein ähnlicher Gegner sein wie gegen Köln. Wie lange hast du jetzt dieses Jahr denn noch auf? Bis Ende Januar. Ich glaube, 31. Januar ist Deadline Day. Kann ja mal kurz jemand reinschreiben, wann Deadline Day ist. Ich meine 31. Januar. Ist Lee auch verletzt oder krank? Lee ist verletzt. Ich wollte gerade die ganze Zeit sagen, wo ist Abseits, ne? Gott sei Dank Abseits. Aber wie schnell St. Gallen das jetzt auch wieder rausgespielt hat. Wir sehen bei diesen Schnellangriffen echt bis jetzt nicht so gut aus, ne? Wadenprobleme, ja. Am 31. Januar ist Deadline Day, ja, dann war ja alles richtig gesagt. Ich mag Berger auch, aber Dinci, Eggestein und Co. haben das Spiel auch performt. Nichts gezeigt, ich spiele nicht so schnell auf den Talenten halb auf.
Ja, ich finde Berger aber schon sehr interessant. Von seinen technischen Anlagen her ist es schon wirklich sehr, sehr stark, was er bis jetzt immer gezeigt hat. Und auch nicht dafür bekannt, dass er irgendwie jetzt durchgehend verletzt ist. War ja vor der Saison verletzt und hat die Saison komplett durchgespielt, auf der 6 ja eigentlich sogar. Finde ihn sehr interessant. Wir sehen uns schon in der Zukunft mit Roland Kratz. Da bin ich gespannt, was er in der zweiten Mannschaft macht, ne? Ist ja erstmal komplett für die zweite vorgesehen. So, Freistoß. Vielleicht jetzt mal eine Variante, die man testet. Dux schießt den rein. Kopfball, der war ja schlecht. Abseits und schlechter Kopfball. Perfekt. Hey, SP zockt. Weiter Punkt für ein Sturm-Backup ist, dass wir im Bundesliga-Vergleich die wenigsten Sturmoptionen haben. Das ist schon eindeutig. Ja, plus wir spielen das in den Doppelsturm, ne? Wir spielen mit zwei Stürmern und haben für jeden von denen nur einen Ersatz und die sind dann halt eben Birk und Dinci. Das ist schon dünn. Ich bin ja auch immer noch dafür, dass man Dinci auch verleihen kann, wenn du einen weiteren Stürmer holst. Dinci dann lieber verleihen. Kratz soll stark sein, habe letztes Jahr ein Video von einem kanadischen YouTuber über den gesehen. Ich auch, ich habe auch mit einem geschrieben. Der ist ein guter, aber da muss man halt gucken, was der zweite erstmal macht, ne? Endlich geht mal die Bundesliga los. Ja, ich glaube, das fehlt uns allen. Freistoß St. Gallen. Moinsen Tyler. Ach ja, Freunde. Ja, das Pieper ein bisschen in den Rhein gelaufen einfach. Steil gespielt. Zupacken, kommt Jungs. Jetzt mal ein schneller Konter. Ja. Ich weiß nicht, ob Weiser die Anweisung bekommen hat, dass er hier defensiver spielen soll. Aber bis jetzt, jetzt ist ja gerade das erste Mal eine Offensivaktion dabei. Na, schon wieder Foulspiel. Könnte gerade eigentlich in der heute spielen oder ist der nur in der U23 aktuell? Er ist ja nach Bremen gekommen. Also noch ist Bremen ja in Spanien gerade. Und er trainiert halt aktuell bei der U23. Weiß nicht, ob er jetzt die kommende Woche bei den Profis damit trainieren wird, werden wir dann sehen. Boah, langer Ball kommt. Das ist jetzt eine interessante Situation. St. Gallen spielt das schlecht aus und wir kriegen den Ball und können jetzt kontern. Komm, Bittenkourt, mach das Spiel mal schnell. Bittenkourt immer noch. Jung. Flagge kommt rein. Die ist nix. Ja, das ist dann auch zu wenig, ne? Einwurf. Sonst geil, ich erinnere mich an Wolfsburg. Ja, hatte ich gerade eben auch schon im Kopf. Stay gewinnt viele Zweikämpfe. Boah, macht nicht wirklich Spaß, das mir anzugucken. Ja, es ist halt bis jetzt ein bisschen drückend, ne? Aus welcher Liga kommt St. Gallen? Schweizer Liga. Schweizer Erste Liga, glaube ich. Ich meine Schweizer Erstligist. Oder, Chat? Schweizer Erstligist war das, ne? Höchste Schweizer Liga, ja. Schweizer Erstligist. Ball rüber. Ja, Friedel macht das da gut. Ball wieder nach vorne. Boah, die Kamera ist so schlecht da heute, ne? Keine Ahnung. Voll beschlagen, verschwommen immer wieder, keine Ahnung.
Sieht aus, wie wenn du anstatt Sky bei irgendwelchen Internetseiten dir Bundesliga angucken willst. Der ist für Kommentator eben jung, macht es mir echt schwer reinzukommen. Ich hoffe, die ist jung immer mal eine Option. Ja, moin. Ja. Dazu brauche ich auch nichts sagen. Bin ich voll bei dir. Vor allem Buchanan jetzt wieder angeschlagen, ne, mit der Wade. Das ist eigentlich einfach nur extrem bitter, dass er sich jetzt da heute auch wieder nicht zeigen kann. Für mich ist Buchanan absolut, der muss über links rangeführt werden jetzt in der Rückrunde. Auch als Stammspieler. Der ist unsere junge, technisch gute Zukunft. Du wirst dir das, also wir werden das wirklich mega bereuen, wenn die ganze Rückrunde nur auf Jungen setzen, der am Ende ablösefrei wechselt oder so. Der wird ja auch nicht jünger, halt auf mal ab. Und Buchanan irgendwann dann unzufrieden ist. Was ja auch verständlich ist. Buchanan kann nur besser werden, wenn er eben auch Spielpraxis bekommt. EW hat die Stromrechnung nicht bezahlt. So aus wie in Hoffenheim. Ja. Oh, Friedel rutscht weg. Schafft das aber noch. Jung, Ruf. Ja, seit geil, presst immer wieder vorne auch an. Das merkst du halt auch immer wieder. Finde ich aber eigentlich ganz spannend. Guter Ball. Bittencourt. Ball kommt rein. Schlecht. Kopfball. Pieper. Bittencourt. Oliver Birk. Nee! Oliver Birk mit dem 1 zu 0. Na, moin, Meister. Oliver Birk mit dem 1 zu 0. Halleluja. Es gibt auch noch Zeichen und Wunder. Oliver Birk mit einem kuriosen Schuss, der dann reingeht. Gucken wir nochmal. Pieper. Dann war es Bittencourt, der Birk sieht und der schießt den flach. Wie geht der rein? Was hat der Torwart da gemacht? Wie kann der reingehen? Krass. Tor ist Tor. Für Birk ist das gut. Vielleicht kann er so Selbstbewusstsein sich holen, sage ich euch ehrlich. Aber ich finde es krass, dass der reingeht. Hab ich noch gewusst, dass Birk trifft? Ich habe immer an Birk geglaubt, ne? Ist klar. Bittencourt, Gruev, der Schotte mit dem Bart. Schaut immer in Birkenwäsche geschlafen. Alle Kanalmitglieder mal kurz das Bettwäsche-Symbol reinschreiben. Einmal kurz das Bettwäsche-Symbol reinschreiben. Ich hab doch hier Werder-Bettwäsche. Da. Hier, Werder-Bettwäsche-Symbol. Könnt ihr auch machen, wenn ihr Kanalmitglied seid. Ich empfehle es immer wieder. Geiles Tor, ja. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich fand den Ball in den Rückraum gut, sage ich ehrlich. Der Ball in den Rückraum hat mir gefallen. Birk will ich, will ein Kind von dich. Von dich. Jawohl, das ist ja die Werder-Bettwäsche. Whistler und Nico Werder. Kuss, kuss, kuss. Die da bedeutet. So, gucken wir mal. Friedel. Ball rüber. Bittencourt. Ich find's wirklich geil, wie Sand Gallen da reingeht. Also jetzt nicht, das ist ja nicht mega aggressiv oder so, sondern die machen halt wirklich ein aktives Pressing. Setzen die Spieler immer wieder unter Druck. So kannst du auf jeden Fall auch diese Drucksituation wirklich gut üben und rausspielen. Wie gesagt, der Angriff beim 1-0 hat mir wirklich gut gefallen. Wie der am Ende reingehen konnte, fragt mich nicht, aber der Angriff als solches war auf jeden Fall gut rausgespielt. Pieper auch schön gesehen da, Bittencourt zurückgelegt. Das hat mir gefallen. Ich will nur ein Kind von Patrick Erras, Chris. Patrick Erras, die alte Kanallegende, Junge.
jetzt vielleicht mal Birk rüber, Weiser. Weiser, langer Ball auf Birk. Birk, ja. Wenn er den jetzt noch auf Bittencourt geleitet hätte, ne, dann hätte ich gesagt, Junge, heute Sahnetag oder was? Pavlenka, Eras, Junge. Jung, Gruev. Pieper. Junge, Chat, schreibt mal ganz kurz rein. Wird bei euch das Bild auch immer verschwommener? Ich habe auf 1080p, ne? Aber das Bild ist teilweise so verschwommen. Das ist ja geisteskrank, ey. Oder eins von Roger Azalé. Ja. Jetzt bin ich schon froh, dass keiner ein Kind von Selke will. Wie das so offen sagt, dass Sky nur über Bayern berichtet. Ja, ja. Ich finde sowieso, dass so gerade diese größeren Sender, das ist echt schlimm geworden, wie einseitig das teilweise dann auch nur ist. Also wirklich nur um Leute, die wirklich im Mittelpunkt auch stehen. Kleinere Mannschaften oder so werden teilweise gar nicht mehr unter die Lupe genommen. Auch Traditionsmannschaften werden teilweise so aus dem Auge verloren. Das ist schon echt traurig. Jetzt bin ich ja froh, dass ihr hier über YouTube nicht nur mit mir jetzt als Werder-Seite, sondern auch mit vielen anderen, die auch über ihre Vereine berichten, sowas auch als Alternative mittlerweile bieten können. Buschis Borussia zum Beispiel auch. Auch mega cool. Hat auch einen super Partner an seiner Seite da. Oder Felicio mit Hertha, Pöhlers mit Dortmund, Felix AFM mit Stuttgart und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Bei mir auch verschwommen, ja. Ach, das Bild ist auch bei dir verschwommen. Und ich dachte, ich werde schon besoffen. Wie beim letzten Test, Anfang in 4K und im Verlauf zu 1000 Deep. Was wir da bei Jungverlängerung so schleppen. Er kriegt oft den Ball im System. Von Ole Werner. Ja, ich verstehe das aber auch nicht. Meiner Meinung nach ist es sowieso so, ich sag ja, ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn da eigentlich wirklich mal die Chance Buchanan halt mehr kriegen würde. Klar, jetzt ist er angeschlagen, okay. Aber ansonsten halt mehr die Chance Buchanan kriegen würde, weil es ja auch offensichtlich so ist, dass man links neu plant. Jungsverlängerung nur schleppend, vielleicht am Ende gar nicht. Kann auch sein, dass der am Ende ablösefrei abgegeben wird. Sein Vertrag läuft ja aus. Mittelstädt soll ja angeblich kommen. Oder zumindest ist man da in guten Gesprächen wohl. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich muss noch mal so einen Hustenbonbon nehmen. Das ist auch so ein Halsbonbon. Betäubt irgendwie so alles den Hals, das ist ganz gut. Kann ich besser hier reden mit euch. Kästchen mit Schalke. Ich sitze immer noch wahnsinnig. Boah, starker Schuss. Abgefälscht, aber Pavlenka hält. Jetzt immer noch mega schade, dass Kästchen nicht mehr YouTube macht. Kästi ist mein Schalker Liebling gewesen. Weiß er aber auch. Auch so ein super Mensch. Kästi hat wirklich einen ganz, ganz tollen Charakter auch. Sag ich euch wirklich, es ist. War ja auch schon mal hier bei mir zu Hause. Das ist wirklich ein super, super Typ. Ja, der Doppelpass könnte sich mittlerweile auch FC Bayern TV umbenennen. Ja. Wenn Jung verlängert, dann brauchen wir nicht mehr bei Hertha suchen. Ja, wenn Jung verlängert. Wir sollten wir die böse sein, ne? Nee, wegen dem Bonbon. Manchmal hört man ja dann so, dass man, weißt du, so einen Bonbon im Mund hat. Das war Real Talk. Als Eras uns Richtung Kiel verlassen hat, war Ole Werner der Trainer und sagte, Wunschspieler, ist zu reden noch von denselben. Oh, bitte Kurt, schön. Schön gemacht. 2-0. Wer hat denn den Pass auf Bittencourt gespielt? Wer hat denn den Pass auf Bittencourt gespielt? Schön, 2-0, ey. Mashallah. Hat er schön Lupfer oder ausgepackt? Lüpferchen. Stay war es, ne? Ja, Stay. Guck mal, rennt dann drei Leute rein. Stay, also zieht drei Leute aus sich. Dadurch, dass er quer läuft, zieht er drei Leute aus sich. Macht den Raum für Bittencourt frei. Schöner Ball rüber. Tor von Bittencourt. Das hat Stay echt gut gemacht. Stay, sehr gute Vorbereitung.
Der Brasilianer mit dem Bart. Der Brasilianer mit dem Bart, ja. Hat Stay echt gut gemacht, sage ich ehrlich. Lüpfer-Shit von Bitcoin auch schön, also zu Ende gebracht, aber hat da drei Mann auf sich gezogen vorher, Stay. Das war sehr stark. Stay Shinyo. Ich sage euch aber, wie es ist. Ich hoffe immer, dass wir in der zweiten Halbzeit Salifu und Berger sehen werden, ne? Ziggy spielt aber echt schlecht. Ziggy, wie meinst du? Stay empfiehlt sich gerade für das Köln-Spiel. Ja, vor allen Dingen musst du ja überlegen, wenn jetzt Romano Schmid wirklich länger ausfällt, ist ja auch nur mal ein Kaderplatz frei. Muss man ja ganz offen auch sagen, ne? Dann ist ja auch ein Kaderplatz frei. Dieser Stay könnte einer für uns sein. Niola hat 4-1 gegen Sandgallen gewonnen. Sie ist unser Keeper. Ach so, von Sandgallen der Keeper. Okay. Ja, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ne? Beim 1-0, wenn jetzt hier ein paar, dann sind ja scheinbar auch ein paar, wie heißt es, ein paar Sandgallen-Fans hier auch drin. Ne? Ich habe ja gerade eben schon beim 1-0 gesagt, wie kann der reingehen. Ne? Also das 1-0 darf der Torwart eigentlich niemals reinlassen. Das war ja einfach auf dem Maden, Flachschuss. Torwart von Sandgallen auf jeden Fall nicht so auf der Höhe, das stimmt. Man muss ja da auch sagen, ne, wir führen jetzt 2-0 mit zwei Schüssen aufs Tor. Vom Pressing her macht Sandgallen das eigentlich richtig gut. Union ist overrated. Schmidt sehe ich auch noch mit mehr Einsatzzeiten. Niklas, ist der Birk noch zu haben eigentlich? Was ist dein Lieblingsspieler Werder Bremen All-Time? Diego. Diego Ribas. Mit Abstand auch, also jetzt ganz im Ernst, mit wirklich weitem Abstand, Diego. Ein paar wissen es ja auch, ne? Ich habe ja auch Marco Marin zum Beispiel sehr gefeiert. Diego, Marco Marin. Özil bei Werder fand ich auch mega. Pizarro. Thorsten Frings. Oh, schöner Lauf, Birk. Junge, war der 16er der Torwart? Schöner Lauf von Birk da. Was ist denn euer All-Time-Lieblingsspieler? Da könnte auch deine Freundin. Niemand kann Diego toppen. Nee, finde ich auch nicht. Diego ist Wahnsinn gewesen. Da konnte Birk mal seine Schnelligkeit zeigen. Ja. Das hat er aber auch gerade gut gezeigt. Da war wirklich nicht Tempo hinter. Abschluss ausbaufähig, aber sein Tempo war auf jeden Fall gerade da. Junge, ist das Pieper? Pieper, Junge! Der alte Marathonläufer, hast du das gerade gesehen? Was hat der denn da gerade gemacht? Staffellauf? Krass. Schön gekämpft da. Bitten kurz. Also, die Leute, die jetzt hier St. Gallen-Fans sind, ihr tut mir echt leid. Euer Keeper ist echt scheiße. Ist das eure Eins? Ist das der erste Keeper? Der sieht total unsicher aus. Le Chef, Miku, Miku. Klose, klassisch als Kombi. Ansonsten Diego. KK-Sturm. HSV hat 4-0 gegen Köln, Leute, habe ich mitbekommen. Ganz klar, Diego Pizarro. Diego Pizarro fühle ich auch. Herzog. Ja, Miku war halt vor meiner Zeit, ne? Miku war vor meiner aktiven Zeit sozusagen. Wo ich so richtig Werder geliebt und gefühlt dann habe auch. Aber wie hat das ja angefangen? Wo war das denn? So 2-5? So, um den Dreh, ne? Kurz vor der WM. 2006 war das. So, da die Ecke hat es richtig angefangen, Fußball zu gucken. Das hier sage ich ja, Diego war nochmal was ganz anderes als Miku jetzt zum Beispiel. Miku war halt so ein Denker und Dichter, ein Leiter. Aber Diego war halt einfach fußballerisch, technisch so ein Spaß. Das ist Wahnsinn gewesen. Kenne, wie gesagt, keinen Bremer, der jemals so viel Spaß mit dem Ball vermittelt hat wie Diego. Finde es aber auch vollkommen okay, wenn andere besser finden oder Lieblingsspieler haben, sag ich mal. Für mich war aber Diego fußballerisch, was der am Ball konnte, der beste Spieler, den Bremen jemals hatte. Für mich persönlich. Wie cool hast du gefühlt? Glaube ich auch. Ich habe ja auch viele Videos und Clips im Nachhinein gesehen.
Deswegen sage ich ja, für mich war das so ein Dichter und Denker. Ich glaube, ich hätte ihn auch sehr gefühlt, aber ich hätte ihn nicht mehr gefühlt als Diego. Auch wenn ich ihn geguckt hätte. Alter, liebes für Ergas ist. Ronaldinho und Diego waren der Grund, warum ich Fußball liebe. Ja, Ronaldinho zum Beispiel habe ich original zu der Zeit auch mega gefühlt. Ronaldinho war ja auch der Terror. Der Ronaldinho ist für mich auch der absolute Wahnsinn gewesen. Wie gesagt, Diego, der am Ball am meisten Spaß vermittelt hat in Bremen und Ronaldinho weltweit. Ronaldinho für mich, was er am Ball teilweise gemacht hat, der größte Spaßfußballer weltweit, jemals. Den ich so gesehen habe. Ich weiß, dass Maradona wohl auch so sehr, sehr viel Spaß vermittelt hat, aber es war ja halt auch, wie gesagt, vor meiner Zeit einfach. Aber Ronaldinho war schon geisteskrank, was der damals gezeigt hat. Ronaldo Messi ist noch was anderes gewesen, aber Ronaldinho, was der am Ball einfach technisch alles gemacht hat, der hat ja im Spiel irgendwie gefühlt 50, 60 Tricks teilweise gemacht. Das war ja Wahnsinn. Du wusstest nie, was kommt, wenn du dem den Ball gibst. Ja, liebe Spieler, jetzt so bleibt er was. Ich sehe schon, meine Mods lieben mich. Osako. Undertaker. Diego Sor gegen Aachen, das 3. Ja. Ja. Fand Neymar bei Barca auch heftig damals. War auch heftig, absolut war auch heftig. Aber ich fand Ronaldinho noch wirklich nochmal ein anderes Level, aber ich bin bei dir. Ich weiß noch diese Zeit, wo Neymar, Suarez und Messi zusammengespielt haben. Alter, das war auch geisteskrank. Roberto Carlos war auch krass. Ja. Roberto Carlos. Freistöße, Junge. Die Freistöße von Roberto Carlos. Der geisteskrank. Der heute ist die Nummer 1 und sogar Nationalspieler in Ghana. So schlecht sollte er eigentlich nicht sein. Aber Paul, sag mal ehrlich, aber in dem Spiel finde ich den überhaupt nicht gut. Ich finde auch nicht, dass der irgendwie so große Sicherheit ausstrahlt, ne? Mit solchen Mods braucht man keine Feinde mehr. Ayrton ja, ist mein Top-Werder-Spieler jemals. Kann ich auch komplett bestehen. War aber auch, wie gesagt, ein Tick vor meiner Zeit. Aber die Clips und so kenne ich natürlich auch alle. Und außerdem habe ich für Ayrton ja auch jetzt im Nachhinein ein Riesenherz. Ist einfach ein super, super sympathischer Mensch. Mit Ayrton bin ich auch super gut. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Hab mir ja noch ein Video geschickt nach dem Budenzauberturnier. Habt ihr gesehen auf Instagram? Hat er mir geschickt mit Marco Marin. Weil er wusste, dass ich Marco Marin so feier. Mega, mega cool. Hat schon immer ein Ergasbett. Auf jeden Fall. Das Sechser-Syndrom ist auf jeden Fall da. Auf Friede aber mutig mit dem Kopf bei Kopf, aber da, Alter. Ich sehe jetzt schon, wie bald wieder Osako kommt und dann wieder abstellt. Friede. Chiri, kein Foul, okay. Ball weg. Jung dazwischen. Ja. Nicht schlecht. Ich kenn's wahrscheinlich. Wie findest du Mbappé? Sein Charakter macht sehr viel weg von dem, was er eigentlich fußballerisch drauf hat. Ist halt ein extrem schneller, starker Stürmer. Für mich muss er aber auch aus der Liga auch irgendwann weg. Eigentlich müsste er wirklich, damit er Haaland, Mbappé dieses Battle auch hat, müsste er eigentlich in die Premier League gehen. Die Frage ist aber auch da, wer könnte ihn bezahlen? Mbappé ist halt unfassbar teuer. Und jetzt kaum habe ich das verpasst. Oh, ja, also das 2-0 war extrem schön rausgespielt von Stay, hat dreimal ausgezogen, hat da Bittencourt bedient. Und das 1-0 war ein schön ausgespielter Angriff. Pieper hat den Ball auf außen gelegt, auf Bittencourt, der hat ihn zurückgelegt auf Oliver Birk und der hat dann das Ding reingeschossen.
Muss sagen, der Schuss war jetzt eigentlich gar nicht mal so optimal, aber ist reingegangen. Ist die Hauptsache. Stay. Burg, schön. Bittencourt. Bittencourt macht das da gut. Stay abgelegt. Bittencourt. Keeper hält. Bittencourt und Stay spielen heute richtig gut zusammen, ne? Als Kombination, Chat. Wie seht ihr das? Schalke muss eigentlich irgendwo übertragen werden. Das wäre ja voll der Witz, wenn die das Schalke-Spiel nicht übertragen werden würden. Das in der Felddienst-Arena, als ob man da nicht irgendwen findet, der das überträgt. Sonst überträgt das Schalke halt oder so. Kann ja sein, dass Werder das nicht überträgt oder dass Schalke das dann halt überträgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Schalke-Spiel nicht übertragen wird. Das fände ich auch extrem scheiße. Pommes Grün-Weiß, moin moin, grüß dich. Also sollte Schalke nicht übertragen werden, fände ich das extrem scheiße. Sport 1 überträgt das. Das Schalke-Spiel, steht das fest oder was, Christian? Stimmt das? Mods, könnt ihr mal kurz nachgoogeln? Weil das würden bestimmt viele interessieren. Wenn du dir einen aktiven Fußballspieler aussuchen dürftest, der nach Bremen wechselt, würdest du... boah, einen aktiven Spieler, frei, egal welches Geld. Ja, hab ich gestern gesagt, doch Sport 1. Ja, geil! Ja, ist doch korrekt. Wenn Sport 1 ist, überträgst du super. Muss ich nur mal gucken... Da muss ich aus dem Wohnzimmer streamen. Wahrscheinlich. Hier, der empfängt kein Sport 1, warum auch immer. Da muss ich im Wohnzimmer umbauen. Aber das werden wir uns auf jeden Fall dann reinziehen. Ist doch geil. Das ist doch super. Das heißt, am Samstag, ne? Mhm. Also, wenn man sich einen Spieler aussuchen dürfte, der nach Bremen kommen würde, egal welcher Preis und so weiter, wen würdet ihr nehmen, Chat? Einen aktiven. Ich wäre auf jeden Fall bei dem Jüngeren, damit man einfach noch länger was von dem hat. Also, ich glaube, ich würde tendieren zwischen drei Spielern. Musiala, Bellingham oder Haaland. Das wären so meine Top 3. Einen von den dreien würde ich nehmen. Wahrscheinlich würde ich Musiala nehmen. Als Mittelfelddenker. Musiala würde ich, glaube ich, nehmen. Und eins überträgt auch auf YouTube am besten. Ach so. Ja, dann kann ich es auch auf YouTube mehr anmachen. Weil YouTube habe ich ja hier auch auf dem Monitor da. Das geht auch. Da müsste ich nicht mehr umbauen. Das wäre ja super cool. Steht das denn fest, dass die auch auf YouTube das übertragen? Ist ja für Messi. Aber jetzt noch Messi? Wenn man halt langfristig denkt, glaube ich, weiß ich. De Bruyne zurück. Ja, aber auch schon was älter geworden, aber ja. Will deine Freundin scheinen lassen? Ich schlage euch ehrlich, wenn meine Freundin scheinen würde, ich glaube, die würde auch Musiala nehmen. Die fand Musiala auch mega. Oh, Duck, schöner Ball. Gut gespielt. Schade. Schade, Weiser. Die Santo, ja, wahrscheinlich. Mbappé oder Haaland. Wenn man Ärger nicht bekommt, ja. Mbappé oder Haaland. Ja. Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich wäre einfach bei Musiala, weil du den halt so hinter den Stürmern auch noch, ne? Der hat halt so auf alles Einfluss, so komplett. Aber ja, Haaland würde ich absolut auch führen. Wenn es heißt Haaland oder Mbappé, würde ich sogar Haaland nehmen. Sag ich ehrlich. Einfach charakterlich passt der besser. Der ist auch mehr so ein Kämpfer. Kämpfer und Fighter.
So, mal gucken, ob jetzt mal eine Eckball-Variante kommt von Duxi. Ich bin auch mal gespannt, wen wir in der zweiten Halbzeit sehen werden. Das wird auf jeden Fall mal sehr interessant werden. Ball kommt rein. Oh, schade. So. 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Das wird sehr interessant werden. Ein Kuku wäre auch krass. Ja, aber da, wie gesagt, dann hätte ich lieber Musiala. Musiala ist halt einfach mega. Musiala mit Füllkuh hat doch geklappt. Siehst du, genau. Musiala kann alles außer Torwart, ja. Torwart kann er auch. Muss ich wieder auf den Ecke, jetzt hier eine gute Chance, aber immer auf den Außen. Mhm. Berger muss rein, Position, egal, der kommt alles. Ja, wisst ihr, was geil wäre, wenn wir Berger und Salifu heute mal im Mittelfeld sehen würden? Berger so als Achter und Salifu als Sechser für Gruev. Boah, das ist ein gefährlicher Angriff. Ball geht rüber. Gut, dass die den nicht vernünftig ausspielen, ne? Sag ich ehrlich. Eigentlich war da viel mehr drin. Da war eigentlich viel mehr drin, Freunde. Der gegnerische Torhüter wirkt noch unsicherer, als ich das mit meinem allerersten Englisch-Referat in der Schule. Ja, ich sag ja, der Keeper ist so, obwohl er ja sogar Nationalspieler sein soll, ne? Hat ja gerade eben jemand reingeschrieben. Berger muss Profivertrag bekommen, absolut, hundertprozentig. Der von mal ab ist ja auch so sympathisch, der Typ. Stellt sofort in den Dienst der Mannschaft. Tchouaméni wäre krass. Tchouaméni, ablösefrei, ja. Berger und Salifu würde ich gerne gemeinsam sehen, ich auch. Vor allem würde ich Salifu sehr gerne mal auf der 6 sehen. Wo wird bei Sport 1 übertragen im Fernsehen oder auf YouTube? Bei Sport 1 steht Programm, ja, am Samstag, ne? Nächste Woche Samstag, ne? Jonas, nächste Woche Samstag wird das übertragen, haben die gesagt. Also das Spiel Schalke-Werder. Ist das die erste Elf von St. Gallen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, also ein paar auf jeden Fall. Ein paar auf jeden Fall. Berger ist 21, ja. Deswegen soll er ja auch einen Profitrag bekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, da habe ich auch geguckt. Vielleicht wird das noch reingemacht. Wenn er keinen Prüfer bekommt, dann würde ich die Jugendarbeit bei Werder das schwer hinterfragen. Berger scheint von allen die beste Chance aktuell zu haben. Ja, Berger und auch Lasse Rosenblum. Weil Rosenblum ist einfach für die geistige Position mega gut für nächstes Jahr, für auch als Backup. Rosenblum würde ich hundertprozentig im Sommer hochziehen, sage ich ehrlich. Stay. Dux. Stay, gut aufgepasst. Stay macht heute, finde ich, ein richtig gutes Spiel. Stay und Bittencourt gefallen mir heute beide sehr gut. Rosenblum würde ich den Sprung auch gönnen. Bei Schröder und Dietrich bin ich da ein bisschen skeptisch. Hier nehmen wir Teil gerade. Giroda ist in Stadtlöchern. Mhm. Park verkaufen. Ich denke auch, dass Park verkauft wird. Rosenblum erinnert mich an Phil Neumann. Das haben schon sehr viele gesagt. Das stimmt auch. Auch von der Statur her. Aber der ist, ich glaube sogar, dass Rosenblum, obwohl, was heißt schneller? Auch schnell ist, sagen wir mal so. Der ist auch sehr, sehr schnell. Hat gerade eigentlich einen Profivertrag oder nur für die U23? Der soll erst einmal bei der U23 sein, aber der wird auch bei den Profis mittrainieren. Ob er dann da auch mal spielt, wird man dann mal sehen. Ne? Der hat auf jeden Fall verschiedene Klauseln in seinem Vertrag. Doppel 6 kann ich mir bei Werder gut vorstellen. Unter anderem auch, ja.
Wir spielen ja meistens so eine Art Doppel-6. Klar, ein Sechser, zwei Achter, aber wenn du den einen Achter ein bisschen defensiver aufstellst, dann hast du auch eine Doppel-6 praktisch. Ist der ja auch schon wieder da gewesen, ne? Gut antizipiert. Halbzeit. Das ist die erste Halbzeit gewesen. So. In der Kombi wäre ja dann Ruhe, was? Safe wird Park verkauft. Sehen langfristig nicht mehr bei uns. Ich auch nicht. Und Dudo verkaufen, das ist keine Leiche. Ja, muss auch. Der muss eigentlich jetzt im Winter schon abgegeben werden. Soll ja eigentlich auch, aber es wird kein Verein aktuell gefunden. Aktuell wird kein Verein gefunden. Jetzt natürlich die große Frage: Wer waren denn für euch die Gewinner der ersten Halbzeit, Freunde? Was waren denn eure Gewinner der ersten Halbzeit? Vielzahl 1 wäre toll, irgendwann zu einer Systemstelle kommen. Vielzahl 1 war damals immer mein Lieblingssystem. Oder enge Raute halt. Enge Raute habe ich auch immer sehr geliebt. War okay, erste Halbzeit. Im Laufe der ersten Halbzeit fand ich, wurde das Spiel auf jeden Fall besser. Aber was waren denn eure Besten? Für mich persönlich, ich fand Stay am stärksten in der ersten Halbzeit, danach Bittencourt. Wenn ich zwei nennen müsste, würde ich einfach Stay und Bittencourt sagen. Stay, richtiger Staubsauger da, ja. Gewinner, Bittencourt, Stay, ja. Krass auch, ne, dass Stay auf einmal so ein Spiel macht. Und dadurch, dass Romano Schmid am Innenband verletzt ist, können wir davon ausgehen, dass er wahrscheinlich das Köln-Spiel verpasst. Also kann Stay sich gegen Schalke auch nochmal beweisen und dann mal gucken. Bist du gegen Köln? Was bin ich? Bist du gegen Köln am 1? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir haben uns wahrscheinlich dagegen entschieden, gegen Köln doch nicht zum Stadion zu fahren. Aber ich werde da die Woche davor da sein, um dann den Ausblick da zu drehen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht ins Stadion gehen. Wahrscheinlich werde ich das Spiel streamen. Ich kann auch wieder Weihnachten-Matchkarte machen. Ja, mach aber jetzt erstmal nur von Stay. Du kannst von Stay ruhig schon mal machen. Oder gucken wir mal in der zweiten Halbzeit. Stay nutzt bisher die Chancen sehr gut. Ja. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe, Nico? Wenn du im nächsten, wenn wir jetzt wieder zwei oder drei machen, zum Beispiel, ne? Dass du wirklich immer Einzel-Team machst. Und dann tue ich einfach mehrere Bilder als einen Post hochladen. Weißt du, was ich meine? Da können die so durchwischen. Ah, okay, Stay, weiter. Ah, Bittencourt, okay, weißt du, so. Da könnte man Bittencourt zum Beispiel auch schon machen, als Beispiel. Gruff ist gerade aber auch recht sicher. Mittelfeld ist ganz gut drauf heute. Ja, wobei ich Gruff deutlich schlechter als Stay und Bittencourt fand, wenn ich ehrlich bin. Zwischenzeitlich bei den aktiven Pressesituationen war Gruff eher unauffällig. Oder eher nicht so stark. Also ich kann Ihnen schon sagen, es ist sehr schwer, an Karten zu kommen. Ich würde gegen Köln Karten bekommen. Ich würde eine Karte bekommen. Ich glaube sogar, ohne jetzt da so zu betreiben wollen, ich würde, glaube ich, bei jedem Spiel Karten bekommen, wenn ich es wollen würde. Man of the Match Design oder Food Champions Design? Man of the Match oder Food Champions? Tja. Was machen wir denn? Man of the Match oder Food Champions? Was würdest du denn sagen? Machen wir heute mal Food Champions, würde ich sagen. Hat der letzte Mal Man of the Match? Oder sollen wir Man of the Match wieder nehmen? Will Salih Fu sehen mit Berger, das fände ich auch sehr krass. Aber die Sache ist halt, dadurch, dass Stay und Bittencourt die Gewinner der ersten Halbzeit sind, glaube ich nicht, dass beide runtergehen. Ich glaube sowieso, dass fast alle weiterspielen werden und man am Ende vielleicht zwei, drei wechselt so. Würde gerne stark weg, würde ich sehen. Ich auch sehr, sehr gerne. Du kommst an Köln-Tickets, schreib mich an. Ich brauche Neutrale. Nee, ich meine, ich würde an Tickets für mich kommen. Die jetzt für andere würde ich jetzt, glaube ich, keine besorgt kriegen, aber für mich persönlich würde ich Karten bekommen. Welche Spieler werden bis jetzt zur Halbzeit wohl eingewechselt? Ich weiß gar nicht, steht fest, dass fünf gewechselt werden. Ich weiß nicht, ob zur Halbzeit schon überhaupt gewechselt wird. Sag ich ehrlich. Also, wie gesagt, Fakt ist, wir sind uns alle einig. Alle mal kurz reinschreiben.
sind uns alle einig. Die Gewinner der ersten Halbzeit, Stay und Bittencourt. Damit sind wir alle cool. Jetzt mal alle reinschreiben. Wen wollt ihr unbedingt in der zweiten Halbzeit noch sehen? Yo, Tools, wo kann man das Spiel schauen? Hopp, St. Gallen. Das Spiel kannst du schauen auf dem Werder Bremen YouTube-Kanal. Also gib Werder Bremen ein, dann gehst du auf den YouTube-Kanal von Werder Bremen, da kannst du den auch gucken. Vielen lieben Dank für die 2 Schweizer Franken. Kuss geht raus, danke dir, mein Lieber. Ist auf jeden Fall vor Ort, versuchen dort welche zu bekommen. Ja, wirst du aber kriegen, Chris. Glaube ich. Also an die Leute, die jetzt zum Beispiel gegen Köln noch keine Tickets haben und versuchen kurz vorher welche zu bekommen, seid mal 5-6 Stunden vorher da und geht da mal zum Ticketschalter hinten. Da werdet ihr vielleicht auch noch welche kriegen. Da werden immer wieder Karten noch abgegeben kurz vorher. Da könnt ihr auch noch welche kriegen meistens. Wie läuft's bisher? Ganz gut. Also wie gesagt, die 2 Angriffe waren gut rausgespielt. St. Gallen hat am Anfang auch kein schlechtes Spiel gemacht. Die haben auch gut gepresst, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Sehr gut gepresst. Berger und Buchanan, ja. Ja, Buchanan sehen wir leider nicht, der ist ja verletzt. Buchanan ist ja leider verletzt, aber Berger ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass wir den in der zweiten Halbzeit sehen. Berger auf jeden Fall und auch Salifu. Gegen Köln, Pflichtsieg gegen Köln zu gewinnen, wäre schon mega, mega geil. Auch so tabellarisch, punktetechnisch wäre ein Sieg gegen Köln krass. Am Mittwoch beginnt übrigens auch schon wieder die Talks mit Felicio, ne? Wir fangen bei mir an. Salifu würde ich gerne sehen. Ja, Salifu, Berger und Bomb. Stimmt, Manuel und Bomb auch. Komplettes Dreier-Mittelfeld, ne? Zur Halbzeit sollen 5 neue kommen. Und 5 neue in der 60. Nur Amos soll durchspielen. Ah ja, okay, Maximilian. Cool, dass du es reinschreibst. Habe ich gar nicht mit bewusst. Das heißt, 5 zur Halbzeit neu. Ja, vielleicht sehen wir dann doch jetzt schon Berger, Salifu. Aber leider glaube ich, dass Salifu schon wieder Innenverteidiger spielt. Das verstehe ich aber auch nicht. Innenverteidiger sind wir so gut abgedeckt. Du hast einen Jungen, der sich wirklich aufbäumt. Warum probierst du denn Innenverteidigung? Den musst du eigentlich heute im Mittelfeld spielen. Meiner Meinung nach. Mein Junge ist ja immer noch Conference League. Ups, ich hab's ausgesprochen. Bruder, ich küsse doch dein Herz. Wenn wir das schaffen, wäre doch mega geil. Internationales Ansehen, das wäre brutal. Auch YouTube-technisch, auch immer so gesagt, ne? Dann hier auf einmal in der Woche hier international zu gucken mit uns, das wäre schon, da würde ich dieses andere fühlen. Fand Stay sehr stark in der ersten Halbzeit. Absolut, Bonnie, absolut. Mom für mich kein Bundesliga-Spieler, feiner Kerl, aber ich denke, sein Vertrag wird nicht verlängert. Ich sag dir ehrlich, liegt in seiner eigenen Hand. Wenn er in der Rückrunde eine krasse Option wird, dann wird sein Vertrag verlängert werden. Wenn er halt eben sich nicht durchbeißt, dann nicht. So würde ich sehen. Alles gut? Ja. Welchen Stürmer soll er bringen? Berger wahrscheinlich wieder. Ich gehe davon aus, dass der Berger da vorne spielen wird. Berger und Dinci im Laufe. Oliver, bist du Köln, wenn du was? Wir sind in Köln. Achso, wir sind in Köln. Jetzt hast du verstanden. Hast du am Köln-Spiel Geburtstag, Oliver? Boah, hier kriegt man auf jeden Fall. Salifu gehört auf die 6 und nicht in die IV. Sehe ich auch so. Salifus Problem auf der 6 ist Grosso, da Gruev da zu Recht vor ihm steht. Ich würde Salifu einfach mal auf der 6 ausprobieren. Salifu als Ersatz für Gruev in der Rückrunde wäre schon mega gut. Bei Österreich wieder habe ich schon überlegt, wie die Europa League nächstes Mal einen Werder-Schal aufhängen. Gegen Köln wird sehr schwer. Weil den Goat Säcke. Ja, und wisst ihr, was das Schlimmste wäre? Wenn wirklich Säcke ausgerechnet gegen uns dann ein Ding macht, ne? Wir spielen ja direkt gegen Köln, dann direkt so ein Säcke-Tor. Hätte ich gar keinen Bock auf so eine Nummer, ne? Sag ich euch ehrlich. Direkt so ein Säcke-Tor hätte ich gar keinen Bock drauf. Freunde, lasst gerne nochmal alle Deutsche oben da und auch ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Weil wenn Selke ein Tor macht und wir dafür 5, dann ist auch okay. Wenn wir 5 Tore schießen und Selke 1, dann kann ich damit leben. Ich schätze mal, dass ein Baum ab der 60. Minute kommt. Auf der 6 brauchen wir einen Staubsauger. Sei froh, der eben Baum groß kann das von der Bank machen.
93. von Selke bei unserem Glück. Boah, hör bloß auf, Jonas. Dann kotze ich, Alter. Dann kotze ich wirklich. Selke-Tor muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Nee. 4-0 gewinnen, dann kann Selke. Ja, dann. Das Ding ist ja, das wird ja so ein Ding sein. Stellt euch mal gerade vor, Freunde, stellt euch bildlich vor. Wir führen 4-0 im FC-Stadion. 92. Minute. Selke macht das 4 zu 1. Kurz vor Abpfiff macht das 4 zu 1. Ich schwöre es euch, der dreht Runden im Stadion. Der dreht Runden im Stadion. Der wird eine Jubelaffäre machen, das glaubt ihr gar nicht. Und dann ist er direkt bei den Fans begehrt, Kappa. Da sehe ich den Selke. Da seht ihr auch so das Ansehen von mir zu ihm. Oh, dann steht mein Zimmer nicht mehr. Selke feiert das 1-5 per Meter mit doppelten Flickflack. Ja, oder sowas. Mit doppelten Flickflack, ja. Da haben wir noch gute Nachwuchsstürmer für die Zukunft. Berger ist eigentlich gelernter Sechser, also was soll ich dir jetzt dazu sagen? Roland Kratz, auf den müssen wir jetzt so ein bisschen bauen. Ob der einschlägt. Letztes Jahr war es schon anders. Glaub mal, letztes Jahr hatten wir mit Schepop und Jima zwei, die zur Halbserie irgendwie 14 Tore hatten oder so. Jeweils. Das war schon krank. Selke macht uns dann das 5 zu 1 als Eigentor. Ja. Selke hat sich gestern beim Testspiel in Vorbereitung verletzt. Schlimm verletzt? Ist der angeschlagen? Fällt der gegen uns aus oder was? Das wär's ja noch, Alter. Das wär's ja noch. Dann ist der aber, glaube ich, ganz, ganz traurig. Sag ich ehrlich. Wenn er da gegen uns aushält, das würde der, da wäre er traurig, sag ich euch dieses. Der Selke ausrastet im Gladbach, steht da was bei Top 5, keine Ahnung, meiner Meinung nach. Gegen Gladbach, wo er das Ding nicht gemacht hat? Wo er das Tor nicht gemacht hat? Nico, meinst du die Szene? Selke küsst den Geißbock oder zieht ihn an den Hörnern an. Ja, wie Uja damals. Habt ihr das gesehen gehabt damals mit Uja? Uja rennt da hin und macht da den, weiß ich nicht, Alter. Das war auch geisteskrank. Ich habe schon gesagt, wir müssten uns eigentlich irgendwie, vielleicht machen wir es in der Sommerpause mal. Da gucken wir uns nochmal das Gladbach-Spiel an, so die letzten 10 Minuten oder so. Oder nur die Highlights schneiden wir raus. Das war ja auch ein Moment. War halt damals noch ein Kumpel von mir dabei, ne? Ich glaube, ich habe nicht mal alleine den Stream gemacht, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich an dem Abend noch geheult habe. Aber erst viel später, wo ich es realisiert habe. Ich habe es am Anfang nicht realisiert. Ich habe echt ein paar Stunden gebraucht, um es wirklich zu Axel, wo Marcel daneben saß und sich einen abgedacht hat. Ja, Marcel was. Der jetzt selber Selke hat. Der hat laut die jetzt eine Verherzung. Die hat eine. Okay. So, Dinschi sehe ich da. Ja. Dinschi, Bittencourt, Grosso. Ja. Niklas Stark sehe ich auch. Hä, wie wurde denn da jetzt gewechselt? Also Grosso, Friede ist da drauf. Weiß das auch noch drauf. Da ist jetzt Stark. Wollte mal gestern im Dreierpark. Ja, habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen. Oh, müssen die Zeit anmachen, Freunde. Aber sagt ja keiner was. Müssen wir jetzt mal gleich kurz einmal vormachen. Warte mal kurz, Freunde. Ich mache mal die Zeit richtig kurz. Ah, warte mal. Ich mache mal ganz kurz. So. Ja, jetzt sind wir wieder drauf. Jetzt sind wir drauf. Jetzt haben wir es. Ja, umso besser. Hast du damals noch gelacht und heute schaut er die Röhre. Jetzt kann er selber anfeuern. Glück hat Männergrippe. Ja, ich auch. Ich auch. Dinschi. Und Ecke. Dux ist auf jeden Fall drauf geblieben. Das heißt, die letzten, das heißt, in der 60. Minute wird dann Salifu und Berger kommen, ne? Salifu, Berger, Kehrouni wird wahrscheinlich dann auch noch kommen. Und ein Bom müsste ja eigentlich noch kommen.
Ja, dann wird Salifu aber safe in der, oder? Wird, ja, vielleicht steht er auch im Mittelfeld. Komm, mal gucken. Oh, schade. Ach, Niklas Schmidt ist auch auf dem Feld. Stay ist auch runter, ja, sehe ich jetzt erst. Ich dachte, Stay wäre noch drauf, der ist auch runter. Aber wo kommt dann Salifu rein? Auf welcher Position? Weil hinten wird ja dann Kiarodia eher kommen. Für Friede wahrscheinlich dann. Wenn Pieper durchspielt. Naja, gucken wir gleich mal. Vielleicht kommt Salifu da als Achter. Als Achter für Bittencourt. Das wäre auf jeden Fall mal was. Und Berger wird dann wahrscheinlich wieder für Dux kommen. Ach du Scheiße, Digga. 2-1, aber jetzt mal im Ernst. Wie ist das denn verteidigt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gucken die zu. Da gucken die zu, Alter. So darfst du das Tor auf jeden Fall nicht kriegen. Jedes Testspiel sind wir in der zweiten Halbzeit irgendwie kacke. Warum auch immer. Polter von Schalke soll ein Kreuzriss haben. Was ist da? Das würde ja für eine Verpflichtung Kruse sprechen. Wie gesagt, ich kann euch nur sagen, dass ich eine Quelle habe und derjenige hat mir bestätigt gehabt, dass im Dezember oder vor dem Dezember noch hat Kruse mit Schalke mal geredet. Was dabei rumgekommen ist, kann ich nicht sagen, aber die haben auf jeden Fall miteinander gesprochen, Schalke und Kruse. Und sollte das am Ende kommen, habt ihr es auf jeden Fall von mir zuerst gehört. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video damals gemacht habe, hat niemand darüber berichtet. Das war nicht gut verteidigt. Ja, seit dem großes Wiedergehen-Tor. Irgendwer muss es schuld sein. Irgendwer muss es schuld sein. Aber der Schuss war nicht verkehrt, muss man auch sagen. Ne? Hat er ins Eck da reingehauen. Scheiße wäre nur, wenn das Spiel jetzt komplett kippt. Das wäre kacke. Aber bleiben wir mal positiv. Bleiben wir mal positiv. Will Dux mal so laufen, diese direkten Torabschüsse viel zu extrem bei dem. Mhm. Oh, etc. Digga, war das gerade groß? Hat der den Ball einfach ausgeschossen oder war ich gerade blind? Warum Pieper zentral und Stark rechts? Das verstehe ich auch nicht. Vor allen Dingen, es macht gar keinen Sinn. Pieper muss rechts hinten bleiben. Langfristig gesehen so oder so, weil Pieper 10-mal besser rechts hinten ist für Weiser, weil Weiser so offensiv ist. Weiser ist halt eine offensive Mauer. Das heißt, du brauchst dahinter jemanden, der den absichert. Stark muss, wenn dann ins Zentrum eigentlich. Aber irgendwie, keine Ahnung, sieht der Werner das scheinbar anders. Er hat es ja am Anfang auch so gesehen, aber ich glaube, ihm gefällt Stark einfach in der Mitte nicht. Und auf der 6 will er ihn ja nicht probieren. So oder so nicht. Da habe ich das Tor von Julian Brandt erinnert gegen uns. Jetzt hat er schwach einfach. Vertrag sollte nicht länger. Weiser draußen. Heavy Weiser draußen. Weiser steht da noch. Weiser steht da noch. Große Blind. Ja, das, ich habe doch gesagt, er hat den Ball einfach rausgespielt, ne? Groß so gerade eben. Einfach auf Niklas Schmidt. Ah, Junge, komm. Etc. Also der 60. soll ja nochmal 5 kommen, ne? Der 60. soll nochmal 5 kommen. Das heißt, ich mach mal jetzt, Nico, ich pin mal kurz deine Nachricht an. Und in der 60. kannst du praktisch nochmal machen, weil dann haben wir erst die finale Aufstellung sozusagen, die Endaufstellung. Da kommt nämlich dann auch Berger, Salifu und so. Groß hat in der Straße nichts zu suchen, sehe ich auch so. Als Backup kannst du von mir aus den haben, ne? So, da hat er auch gut funktioniert, wenn er dann reinkam. Der macht ja, schreibt ja eine Sicherheit dann auch aus. Aber der ist halt fußballerisch einfach so limitiert. Sein Tempo ist sowieso schon immer ein Problem gewesen. Das kommt nur jetzt immer mehr raus auch.
Aber es gibt ja auch viele, die den extrem feiern irgendwie, ne? Wie gesagt, jeder gönnt es ihm, glaube ich, vom Herzen, ne? Er hat vor ein paar Jahren noch Regionalliga gespielt, alles gut, aber in meiner Stadt hat er auch nichts zu suchen. Mir, meine persönliche. Starke Kosten für alles, was er für uns geleistet hat, aber schade, dass er jetzt, schade ist, jetzt muss er für die Jungen Platz machen. Ja, so finde ich, so kann man es auch sagen. Das hast du schön geschrieben, Whistler. Schön geschrieben. Da kriegst du ein Küsschen aufs Nüsschen. Anbieten, Freunde. Wenn man auch Bargfrede spielen lassen. Bargfrede ist sowieso richtig stark gewesen beim Halt. Und ihr habt ihr den gesehen. Bargi. Haben ja viele damals immer gehofft, dass man da doch nochmal verlängert. Aber bei Bargi gab es halt immer ein Riesenproblem. Das waren so seine permanenten Verletzungen. Das war immer so das größte Problem bei Bargi. Boah, langer Ball zurück da, Weiser, komm. Boah, stark, was war das denn für eine Ballannahme? Eieieiei. Alter, Junge, was macht ihr da? Jetzt flehen die aber auch nach dem Tor. Guckt ihr das mal an! Abseits! Junge, könnt ihr froh sein, dass das gerade abseits war, ne? Das war ja fast angefleht, schießt den rein. Ey, Junge, Junge, Junge. Guckt euch das mal an. Alle zu passiv. Alle zu passiv. Ihr seid da am Fünfer. Was habt ihr da vorgehabt? Guck mal, Grosso. Ach du Digga. Der Endschuss, ne? Wie kann man da so zugucken? Auch wenn es abseits war. Wie kann man da so zugucken? Alter Schwede. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Geisteskrank. Wir haben danach noch ein Testspiel gegen Schalke, ne? Das heißt, ihr solltet das schon ernst nehmen da gerade. Grosso, Seitenwechsel. Oh, du Scheiße. Wer kommt denn dann gleich hier jung rein eigentlich? WTF, Abwehr noch im Winterschlaf. Ja, zweite Halbzeit bisher bodenlos. Ja, sage ich doch falsch Geld, ja. Groß ist einfach nicht mehr tragbar. Jedes Spiel weiß das neue. Also, zweite Halbzeit ist ja erstaunlich schlecht gerade. Bittenkorn wehgetan? Bittenkorn müsst ihr mal gucken. Scheinbar Oberschenkel gerade. Foulspiel, ja. Erste Halbzeit schon Spiel gespielt. Zweite Halbzeit sind wir Wackelpudding. Ja. Buchanan ist verletzt, Bruder. Buchanan kann nicht spielen in der zweiten Halbzeit. Der ist auch nicht auf der Bank, der ist verletzt. Grosso zeigt sich hier die zweite Mannschaft. Zeigt sich. Spielt den Fokus. Jetzt der Freistoß. Er macht jetzt keinen Scheiß, ehrlich. Mach jetzt keine Scheiße. Freistoß kommt jetzt rein. Schön abgefangen von Zetterer. Komm, mach jetzt das Spiel schnell. Langer Ball kommt. Dinci. Ja, hat er noch Glück gehabt, dass er da so kommt. Jetzt Dinci im 16er. Dinci, Dinci. Hä? Abseits oder was? Abseits? Ah ja, okay. Grosso zeigt sich viel Einlasser. Ja. Gott schon immer in einer Nassheit mit Wäsche schlafen. Wunderbar. Jung und Weiser raus. Und wer kommt? Boomer verletzt, Argo nicht da und Lee verletzt. Ja. Weiß auch nicht, wie die das machen wollen.
Eigentlich muss Jung und Weißer durchspielen, so gesehen. Oder wir spielen jetzt voll offensiv dann irgendwie mit. Oder die machen echt die U23-Spieler praktisch als Verschwendung, dass dann auf einmal Salifu und Berger außen spielen oder so. Aber das wäre ja ganz großer Quatsch. Boah, ein Bomb wieder aus, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Hör bloß auf, ey. Jetzt sind wir doch alle Al-Nassr-Fans. Ja, klar. Cetera. Guck mal, da machen auch ein paar Videos. Ich hoffe, da sind ein paar Abonnenten dabei. Könnt ihr später schicken. Boah, das ist alles viel zu kompliziert da hinten. Ball kommt rein. Eieieiei. Vielleicht Rosenblum auch verletzt. Kostov außen. Grüße ihn raus. Ah, den Hund im Stadion musste. Hört mir auf mit dem Bomben als ausgeteilt. Das ist eine Katastrophe, ja. Also, wenn ein Bomben eine Chance bei uns in irgendeiner Form haben sollte oder bekommen sollte, dann bitte nur als Mittelfeldspieler. Niemals als Außenverteidiger wieder. Außenverteidiger im Bomben, das ist so Quatsch. Das war auch schon immer eine riesen Fehleinschätzung, den überhaupt da zu sehen auf dieser Position. Grosso, nächster Fehlpass. Bittencourt, Niklas Schmidt, Grosso. Jetzt vielleicht mal schnell. Jung. Durch, rüber. Oh, schön gemacht von Dinci. Und dann vergibt er. Oi, Junge, Junge, Junge. Da macht er einen guten Bein und schießt dann genau auf den Keeper. Und wollte er durch die Beine oder was? Breaking News groß, ein Pass ist angekommen. Alter, wie gut gemacht von Ehren. Ja, super Mann auch vorbeigegangen, aber der Abschluss war nicht gut. Der Abschluss war nicht gut, aber die Einzelaktion war wirklich gut. Die muss er machen, ja. Weiser, stark, etc. Pieper, rüber, Friedel. Ja. Einschätzung kam übrigens vom Kohfeldt. Ja, das sagt schon alles, oder? Bin ich schlecht, aber gute Aktion davor. Ja, absolut. Die Aktion davor war super. War abgeblockt. Ja, das hat den Schiedsrichter in der Aktion gut gemacht, aber der Abschluss war echt nicht gut. Viel zu Lars, bisschen mehr Kraft hinterher. Ja, und dann auch wirklich draufhauen. Also, das ist ja. Musst du einfach nur in irgendeine Ecke reinhauen mit Kraft. Das ist zu nah am Körper. Sollten nicht in der 60. die nächsten Wechsel kommen? Grosso. Weiser, Grosso, Bittencourt, Weiser. Jetzt Dinci nochmal. Legt da rüber und dann viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Durchlassen, alles schön gut, aber direkt im ersten muss, eigentlich muss Dinci schon schießen. Im 16er lassen zwei Leute durch zum Schuss, auch nicht schlecht. Stark. Digga, schießt doch, ja. Das ist das, was ich auch gerade meinte. Irgendwer muss dann auch zum Abschluss kommen. Sonst ist Quatsch. Sonst ist wirklich Quatsch. Pieper.
Aber warum kommen die Wechsel nicht? 62 Minuten durch. Jetzt wieder eine Spielunterbrechung, könntest du ja wieder wechseln jetzt gerade. Bieber dazwischen. Etc. ist da. Hä? Dann bekommen die wahrscheinlich das 70. wa? Chat. Was sagt ihr? Irgendwie schade gerade. Aber gucken wir mal. Jetzt erstmal weiser. Da läuft er direkt in den Mann rein. BK Gaming, willkommen bei Renegade Dritte Liga. Kuss, Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, Kuss. Willkommen zurück, oder? Du warst ja schon mal Kanalmitglied, oder? Jung. Ja, da ganz hinten. So, da stehen drei bereit. Okay, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ja, keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wurde. Egal, willkommen zurück, sagen wir mal so. Kuss, Kuss, Kuss. Bin weggerutscht. Oh, jetzt im Laufduell stark. Das war ein Foul, wa? Ja, wollte ich aber auch sagen. Mach die 200 Likes voll, ja, wollo. Salifu, Kiarodia und Bomb. Wo ist Berger? Herr, wollt ihr mich verarschen? Wo ist Berger? Oh Gott, Weiser geht runter. Ach du Scheiße, das heißt Bomb rechts. Rechtsverteidiger Manuel Bomb. Bittencourt für Salifu. Salifu wenigstens mal Mittelfeld. Salifu wenigstens mal Mittelfeld. Das ist gut, das freut mich. Aber wo ist Berger? Jetzt mal ohne Spaß beiseite. Berger muss auch vorne noch rein. Berger muss auf jeden Fall auch noch rein. Sonst Quatsch. Jetzt sehen wir Salifu mal als Achter. Da habe ich ja auch Bock drauf. Ein Bomb auf Rechtsverteidiger, ja. Kann er. Die kommt später. Komm, Salifu, zeig dich. Den ich hier jetzt erstmal wieder. Ja. Wäre so geil, wenn Bomb jetzt stärker zurückkommt, aber es sind 2 Jahre nie richtig gute Phase gehabt. Die Sache ist halt, Bomb kann ja stärker zurückkommen, aber gerne als Mittelfeldspieler halt, nicht als Rechtsverteidiger. So. Salifu, richtig so. Doch, schön mit den langen Stelzen da. Ist gut, direkt gestört. Mal weiter, komm Junge. Du kannst dich heute richtig zeigen. Schön, Pieper. Der nächste lange Ball, Duxch. Nicht, dass Berger tatsächlich noch Goller oder Park 2.0 wird. Nee, ich hoffe nicht. Und seien wir mal ehrlich, Duxch in der zweiten Halbzeit wirkt auch sehr platt irgendwie. Also von Duxch siehst du eigentlich gar nichts. Warum immer als Rechtsverteidiger kapiert die Welt nicht mehr?
Ja gut, jetzt heute, weil es halt, wir haben keinen rechts und keinen linksen Teil, den wir wechseln könnten, ne? Heute könnte man sagen, okay, so. Aber sonst ist er natürlich da nicht vorgesehen. Was mich da aber beruhigt, ist, dass Werner auch schon mal gesagt hat, Bom ist fürs Mittelfeld vorgesehen. Also als Alternative praktisch für Rappo jetzt auch. Rappos Platz sollen Salifu und Bom einnehmen. So war die Rede. Und das ist doch eigentlich schon mal positiv, sagen wir mal so. Wenn er da eben zumindest mal schon mal nicht hauptsächlich gesehen wird als RV. Das ist eine gute Sache. Nicht dein Ernst, die kommen in der 65. Ja? Duxch muss mal an seiner Fitness arbeiten. Der Ball ist ja definitiv bundesertrüglich. Ja. Bom. Ja. Etc. Oh, dieses hinten rausspielen ist immer so eine Sache. Manuel Bom. Das ist halt sowas, wo ich immer sage. Ich weiß, dass manche das sehen wollen, dieses hinten rausspielen, ne? Aber wenn es so eng ist, in der Bundesliga würdest du niemals dann so sowas machen. In der Bundesliga würdest du den immer einfach dann weghauen. Versteht ihr, was ich meine? Das musst du halt wirklich auch dazu sagen, ne? Oh, etc. War aber auch mutig, da als 1 gegen 1 zu gehen, ne? Oh Gott, ja. Ach, guck mal, da hinten sitzt Romane Schmid, sehe ich gerade. Kurzes Spiel auch an. Ja, da können wir auch nur sagen, gute Besserung, ne? Innenband. Denke, gleich kommen noch Dietrich für Jung und Berger für Duxch. Ja. Muss ja eigentlich. Jetzt 70. sollte jetzt langsam mal noch kommen, ne? Weil sonst brauchst du ja fast auch nicht mehr machen. Jetzt erstmal die Ecke von Ricky. Ricky, Ecke kommt rein. Und wieder rausgeköpft. Letzten 20 Minuten. Also Berger und Dietrich können gerne jetzt gleich auch mal kommen noch, ne? Ist mein Nasenspray hier. Berger ist nicht dabei, der hat muskuläre Probleme. Hä? Wer sagt das denn? Berger ist dabei, der war doch vorhin auch noch auf der Bank. Wurde doch auf die Zettel da geschrieben. Da sehe ich auf jeden Fall Dietrich unten laufen gerade. Nein, Berger fit, ja. War mein Stand auch. Schön, Salifu. Rosso, guck mal, da ist Salifu irgendwo. Ja, Salifu. Guter Ball auf Niklas da.
Und dann verstehe ich das nicht irgendwie, ne? Also in der zweiten Halbzeit, wir spielen auch die Angriffe irgendwie nicht zu Ende. Das sieht so komisch aus. Guck mal auch wieder. So viele unkonzentrierte Sachen in der zweiten Halbzeit. Wahnsinn. Salifu auch technisch gut am Ball. Ist ja auch wirklich. Aber wir haben ja einfach viel zu viele Situationen, wo dann so technische Unzulässigkeiten passieren auch. Sachen, die niemals dann auch so passieren dürfen eigentlich. Bom, Salifu. Bom. Ja, zu weit. Ist nicht schlimm, Junge. Komm. Guck mal, da ist doch. Da stehen doch Berger und Dietrich, oder? Aber immer noch mit Trainingsklamotten. Wann soll die denn kommen? 75. oder was? Letzte 15 Minuten wahrscheinlich, ja. Er muss spätestens nächste Saison die erste in der Liga kommen. Der soll auch diese Saison muss der schon kommen, sag ich dir ehrlich. Ich würde Thomas, würde Salifu jetzt nicht auf der 8 gerade bewerten. Dafür ist die zweite Halbzeit von Werder allgemein zu schwach. Was hatte der für Aktion? Jede Aktion, die Salifu jetzt hatte, bis auf den Pass gerade, war alles okay. Abseits oder was? Hä? Hat er denn da gesehen? Abseits wahrscheinlich, ne? Gesagt, Vincenzi nicht gut. Immer wieder flach ausführen, immer zu dem Ball gegenspielen. Ja. Was denn mit dem Wechsel jetzt? Ah, jetzt ziehen die sich da an. 17 müsste Berger sein. Müsste eigentlich Berger sein. Ich glaube, Berger hatte immer die 17 jetzt in den Vorbereitungsspielen. Ja, aber in der zweiten Halbzeit gar kein Man of the Match jetzt, ne? In der zweiten Halbzeit, wen kann man da jetzt groß rausheben? Bis jetzt. Kannst du doch gar nicht groß irgendwen sagen. Oh, Berger schon wieder aussortiert. Der ist nicht aussortiert. Der kommt jetzt gleich rein. Guter Ball. Salifu richtig stark. Manuel Baum. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau das meine ich mit Salifu. Deswegen ist der halt im Mittelfeld auch stark. Guck mal. Schöne Bewegung da. Der ist trotz seiner Statur so wendig und zack, 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 Alter. Hat er richtig gut gemacht. Jetzt sage ich das. Schreibt ihr noch nicht ab als Achter. Auf der 6 bin ich auch dabei. Aber ich würde ihn sehr, sehr gerne auch im Mittelfeld sehen. Also auf der 6 würde ich am liebsten sehen. Am allerliebsten würde ich Salifu auf der 6 sehen. Aber der hat technisch echt auch was drauf. Guck mal, da kriegen die da unten jetzt noch Anweisungen, ne? Dietrich und Berger. Junge, es sind gleich nur noch 15, weniger als 15 Minuten zu spielen. Na, bring die doch einfach jetzt rein. Das finde ich eh teilweise zu statisch irgendwie geworden in der Bundesliga auch. Ne? Mit diesen 1 Million Sachen, die dann noch Zeit bekommen. Am Ende heißt es, geh raus und spiel Fußball. Die Abläufe, die wir im Training einsortiert haben, kennst du. Laufwege kennst du auch. Hier, die Seite kannst du gleich nochmal mehr reinbrechen. Mach nochmal einen Steilpass mehr oder so und gib ihm. Wie viele Testspiele kommen noch? Eins. Das ist das vorletzte. Nur noch nächste Woche Samstag gegen Schalke. Danach beginnt wieder die Bundesliga. Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank. So, Vorsorge hatten wir auch bei der Testspiele. Alles perfekt. Ja.
Also wenn man jemanden herausziehen möchte, der zweiten Halbzeit, dann Salifu, ja, bin ich bei euch. Piarodia macht es auch relativ sicher jetzt so, ne? Aber sonst ist ja wirklich zweite Halbzeit ganz kurios, ey. Tu Grosso mal raus, Alter, ohne Witz. Grosso gefühlt 8 Pässe gespielt, 7 davon Fehlpässe. Sieben sitzt Minute, die kriegen da unten immer noch Anweisungen. Ne? Da denke ich mir auch so, Digga, in dem Testspiel so viele Anweisungen, da gibt die dir noch in der Halbzeit die Anweisungen, kannst die direkt reinbringen. Hoffentlich gibt es nie wieder so eine lange Winterpause. Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Ich glaube, das hoffen wir alle. Rosso Grosso. Das kann man sich echt nicht ansehen. Ja. So, komm, Grosso, spiel schnell. Ja. Salifu. Wird schwer. Ah, kommt trotzdem durch. Bom, schade. Paul, jetzt kann man mal endlich wechseln. Komm. Wechsel. Ja, der Wechsel kommt. Jung und Duxch, ne? Ja, Jung und Duxch. Die 15 ist, glaube ich, Berger. Ja, 15 ist Berger, 17 ist Dietrich. 17 ist Dietrich, 15 ist Berger. Wie krass wäre das, wenn Berger jetzt in den 12 Minuten trotzdem Tor macht? Das wäre aber wirklich ein Wahnsinn, ne? Wir sind ja eh mittlerweile voll der Berger Fanclub hier geworden. Nach seinem ersten Vorbereitungsspiel haben wir den schon richtig gelobt. Ihn und Mikadinho. Mikadinho wurde aber nicht mitgenommen. Aber der war auch gut. Oh, ein Bomb lässt den Ball liegen, das ist auch nicht so gut. Grosso, jetzt mal gut. Und dann Einwurf. Berger macht jetzt das dritte. Das würde ich sofort nehmen, sage ich dir ehrlich. Vor allem lenkt er halt damit auch Aufmerksamkeit wieder auf sich, ne? Was macht er da hinten? Ja, ich habe mich auch gerade gewundert. Ah. Kommt mir da jetzt. 10 Minuten noch. Ich glaube nicht, dass der nachspielen lässt. Die hat auch noch Chancen auf unsere Schierlinie. Ja. Ja, Grosso ist da wirklich Wahnsinn. Also. Nico übertrifft sich gerade wieder selber, ne? Der hat so ein geiles Design gemacht fürs Man of the Match. Brutal. Brutal. Liebe Grüße gehen schon mal raus an Nico. Hab's dir geschickt. Schau einfach, wie du es findest. Wird alles sein. Ich finde, das sieht mega geil aus. Sieht mega geil aus, Nico. Und Dieter Ultras hier. Bin wieder da. Bam. Aber Nico, mach Leo auch einzeln, ne? So wie du gerade Stay gemacht hast. Das sieht geil aus. Dann kann ich das so als zwei Bilder machen gleich. Je nachdem. Müssen wir mal gleich gucken. Salifu war auch stark, aber Salifu könnte ich würde jetzt nicht mehr auf dem Match sagen.
Zwiebelste. Ist wirklich Kartendesigner bei EA. Drei und acht ist die Spielminute. Bis jetzt zu jedem Test getroffen. Hätte auch im Test vor der WM sogar noch getroffen. Ja. Boah, abgeblockt. Ist aber ein Design, wenn das in FIFA so tatsächlich noch nicht gibt. Ja. Sieht aber sehr geil aus. Ich denke, wir kommen nicht mehr nach vorne. Boah, es sind noch ein paar Minütchen. Eine Chance für Berger müssen wir noch kreieren. Groß hätte auch beim Bodenzauber dabei sein können. Oh, Salifu, sehr gut. Oh, schade. Wenn er da jetzt noch durch, ne, das wär's gewesen, Alter. Das wär's gewesen. Aber in Ansätzen erkennt man immer wieder, Salifu ist wirklich ein guter Junge. Der ist noch so jung, ne, Salifu. 19 ist der, Alter. Man geht nicht als RV, Dux wieder unauffällig. Groß, denke, wird Zeit für Gruff oder Salifu, ja. Ja. Kann mir auch gut vorstellen, dass Salifu auf der 6 auch mega aufgehen würde. Wenn man ihn da mal spielen lassen würde. Aber ich verstehe auch nicht, warum Grosso überhaupt noch eine Startelf-Option praktisch ist. Grosso darfst du eigentlich nur noch per Einwechslung bringen oder in der Innenverteidigung mal reinbringen. Weißt du, so als du den hast du auf der Bank, wenn mal gar nichts geht im Mittelfeld, kannst du den mal reinbringen auf der 6, ne? So am Ende, das macht dir dann bestimmt noch gut. Oder eben als Innenverteidiger, so als Backup. Aber alle anderen müssen vor ihm sein. Das ist so. Kreuzschall auf Testspiel gegen Schalke nächste Woche, ja mega. Er hat eigentlich den Ball geblockt vom Tor Kiroda. Weiß ich nicht, gerade. Pieper auch wieder heute echt solide. Mhm. Hamburg ist. Hey, Fatih, grüß dich, mein Lieber. Ganz liebe Grüße raus. Schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Schade, dass wir nicht gegeneinander gespielt haben. Lag an eurem neuen Trainer, ne? Schade, schade. Trotzdem, ich hoffe, dir geht's gut und viel, viel Glück mit Pauli in der Rückrunde. So. Ein Wurf. Das sah gerade so aus, wie nichts Halbes, nichts Ganzes. Eieiei. Berger. Flanke rein, schade. Geil ist Salifu jetzt 19. Eigentlich gut, hoffe dir auch. Ja, ein bisschen erkältet, aber sonst ganz gut. Und Januar, ne? Januar immer mit Rechnung ins neue Jahr, wunderbar. Salifu unbedingt einen Vertrag langfristig verlängern. Salifu ist ein guter, ja. Mit Kofi, das glaube ich, wäre das nicht passiert. Man sieht aktuell, wo es hapert, wenn Fülle nicht dabei ist und Duxch
aktuell unsichtbar, dann ist vorne keine richtige Stimme anspielbar. Ja, deswegen sage ich ja seit Wochen, wir brauchen eigentlich offensiv definitiv noch eine Alternative für die Rückrunde. Wenn wir in der Rückrunde mal nicht so ein Glück haben wie in der Hinrunde, dass vielleicht keiner verletzt ist oder so, und wir Duxch oder Füllkrug verletzt haben, sieht es für uns wirklich eng aus. In der Offensive. Und bei Dingy ist es so, wie man es auch oft sagt. In Ansätzen macht er Sachen gut, aber dann hapert es entweder am Abschluss oder er wird dann halt auch so unauffällig. Aber das, was halt Dingy ausmacht, ist sein Tempo. Spiel doch. Hä, Digga. Wie kann man das so dumm spielen? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie kann man das so dumm spielen, Bruder? Niklas, hä? Vor dir läuft Salifu. Leg dir doch einfach vor. Einfach vor. Da geht Salifu in die 16er rein. Du kannst den Rückraum anbieten. Der kann entweder rüberlegen oder schießen. Warum so kompliziert? Kommt, Männer. 2 Minuten noch. Was ist denn mit Füllkrug? Kam jetzt dazu? Ja, aktuell gerade ist er einfach nur erkältet, ne? Aber wir reden ja davon, wenn wirklich mal jetzt irgendwie was ist. Und sowas kann ja immer mal passieren. Der hat doch hinten aufgelöst. Salifu war nicht mehr abseits. Salifu war nur 2 Meter vor, Niklas. Er hätte ja direkt beim Anfang, am Anfang da hätte den einfach in Lauf schicken sollen. War Salifu nicht mehr abseits? Ne. Der war nur 2 Meter vor Niklas, aber hinten war noch Abwehrspieler. Salifu, Berger. Schön gespielt. Oh, Manu! Manuel im Bomben. Nimm den doch richtig mit. Nimm ihn doch richtig mit. Ja, Birk war heute besser, ja. Aber Stay und Bittencourt waren schon die stärksten heute. Gerade so erste Halbzeit. Muss man schon sagen. Boah, nochmal Angriff von St. Gallen. Nee! Oh mein Gott, Digga! Wie dumm machst du? Alter, wie blöd bringst du dieses Testspiel zu Ende? Wie blöd bringst du dieses Testspiel zu Ende? Jetzt mal ganz ehrlich. Ach du Kacke, Mann. Es ist ein Steilpass, ein Steilpass. Grosso verhindert den nicht am Dings und dann kommt Stark nicht hinterher. Und Zetterer sieht auch nicht gut aus, ne? Das Problem ist auch die Kameragrafik. Du kannst ja kaum was erkennen. Ist das dumm, Alter. So dumm. Verdient leider, ja. Ja. Also für St. Gallen, zweite Halbzeit ist das okay. Zweite Halbzeit waren wir einfach scheiße auch. Dinci hätte zwischenzeitlich zwar noch ein Tor machen müssen, wir hätten eigentlich 3-2 gewinnen müssen. Aber das ist jetzt echt ein bisschen bescheuert. Dinci. Guck mal hinten, Berger. Guck mal hinten, Berger. Berger! Oh! Was heißt denn denn da? Die 1-2-0-Führung abgibt. So, 300 Strafrunden und den Platz für die zweite Halbzeit. Jetzt hat er halt nichts mehr nach vorne gerollt. Schade, Berger. Ja. Berger und Salifu hätten mich sehr interessiert, wenn die eine ganze zweite Halbzeit bekommen hätten. Das hätte mich sehr interessiert. Jetzt wieder Salifu. Oh, schade.
Aber mutige Grätsche von dem Typ da, ne? Die hätte zwei Stück machen müssen, einen Bomb ein. Ja, einen Bomb machen müssen ist so eine Sache, ne? Aber ja, den ich hätte zwei machen müssen, ja. Das habe ich sehr, weil der Bremen gewinnt heute nicht. Weil ihr nicht gut genug spielen. Habe ich seit erster Minute schon gesehen, aber jeder lachte. Und ja, schimpft über mich. Ben, was schreibst du da, Alter? Ach, du Scheiße. Erste Halbzeit war super. Jeder, der was anderes sagt, hat das Spiel nicht gesehen. Erste Halbzeit war super. Zweite Halbzeit war Quatsch. Zweite Halbzeit war Quatsch. Muss man so sagen. Einzelne Ausnahmen gibt es. Salifu als Lichtblick noch, sage ich ehrlich. Der war der Zeitleiter auf jeden Fall ein Lichtblick. Berger völlig unfair zu beurteilen, weil er nur 15 Minuten, nicht mal 15 Minuten, 10 Minuten auf dem Platz stand. Zetterer kein gutes Spiel gemacht, muss man auch mal auch klar sagen können. Ich finde das auch nicht gut, dass man dann immer so versucht, diese Sachen dann irgendwie schöner zu reden, als wie die sind. Zetterer einfach kein gutes Spiel gemacht. Punkt. Manuel Baum als Rechtsverteidiger ist Quatsch. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Weiß nicht, wie oft man das noch sehen will, aber Baum als Rechtsverteidiger ist Quatsch. Brauchst du nie wieder machen. Jetzt gerade, wie gesagt, wir konnten es nicht stehen. Wir haben keinen Ersatz für Weiser oder Jung gerade gehabt. Und man wollte die nicht 90 Minuten durchspielen lassen, okay. Aber zukunftstechnisch kannst du es abhaken als Quatsch. Gerne wieder ein Test gegen euch. Kuss, Kuss, Kuss. Fair Play hier. Viel Glück euch in der Saison. Viel Glück euch in der Saison. Kuss, Kuss, Kuss. Zweite Halbzeit habt ihr verdient das Tor. Also wir waren in der zweiten Halbzeit definitiv nicht gut drinne. Muss man ganz klar so sagen. Das hat mir vieles nicht gefallen. Grosse plus Mann bodenlos. Schreibt mal rein, was waren eure Gewinner in der zweiten Halbzeit? Was waren die Verlierer? Beziehungsweise auf das ganze Spiel. Wir können ja auch auf das ganze Spiel sagen. Lass uns das mal auf das ganze Spiel sagen. Auf das ganze Spiel, wer waren die Gewinner, wer waren die Verlierer? Euch auch, drückt euch die Daumen, Kuss, Kuss. Also, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ihr schreibt jetzt eure Gewinner und Verlierer rein von dem Spiel. Für mich persönlich Gewinner, Bittencourt und Stay, erste Halbzeit top gespielt. Stay, eins der besten Spiele, die ich bis jetzt bei uns so gesehen habe, sage ich ehrlich. Bittencourt aber auch eine super erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit war allgemein sehr, sehr schlecht. Ganz viel Totalausfälle wie Grosso. Grosso war wirklich absolut kacke, muss man so sagen. Ich glaube, der hatte 8 Pässe, 6 davon waren Fehlpässe. Das war gar nichts. Einziger Hoffnungsschimmer der zweiten Halbzeit war Salifu. Salifu und Berger hätte ich in der zweiten Halbzeit beide von Anfang an gerne gesehen. Also die ganze Halbzeit gesehen. Das wäre sehr interessant gewesen. Schade, dass es nicht so war. Aber man sieht halt jetzt auch, dass, ich glaube, Nico hat es vorhin schon mal reingeschrieben, was ist, wenn jetzt wirklich Duxch oder Füllkrug mal verletzt sind oder mal nicht funktionieren. Wir haben offensiv einfach nichts dann irgendwie groß zu bieten. Dinci hat zwei Riesendinger, macht die nicht. Macht es vorher aber auch einmal richtig gut mit der Einzelaktion. Dennoch hat er es dann eben nicht gut zu Ende geführt. Ja, wir sind offensiv, fehlt uns total die Breite. Bomb war sehr, sehr schwach als Rechtsverteidiger, muss absolut wieder ins Mittelfeld. Wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich kann verstehen, dass er da heute hingesetzt wurde, weil wir keinen haben für rechts und links. Aber trotzdem, das darf keine Option in Zukunft sein, Bomb rechts zu tun. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen, ne, Freunde? Stay Leo Pavlas. Salifu, ja. Salifu auf jeden Fall muss man aus der zweiten Halbzeit rausnehmen. Salifu hat in der zweiten Halbzeit wirklich noch was gezeigt, wenigstens. Absolut. Hatte ich alles gesehen, aber Salifu zeigte wiederholt, dass er kann. Vielleicht der Sechser, den jeder will. Ja, Salifu sollte man da auf jeden Fall auch mal ausprobieren auf der Sechs. Lass gerne nochmal ein Like da. Absolut. Gerne nochmal ein Like und gerne auch nochmal ein Abo da lassen. Ich werde auf jeden Fall jetzt die Analyse noch machen. Und ja, Nico hat schon einen Bittencourt und einen Stay Man of the Match gemacht. Wird dann gleich auf Instagram kommen. Werdet ihr dann gleich sehen. Kuss und Liebe geht schon mal raus an Nico.
Hier habt ihr schon mal einen kleinen Einblick. Die zwei Bilder von den Man of the Match gibt es dann gleich auf Instagram. Und hier kommt jetzt gleich die Analyse dann noch. Aber das war, wie gesagt, zweite Halbzeit war echt wieder für den Arsch, ne? Trotzdem Dank an jeden, der dabei war, auch wenn ich jetzt hier sehr erkältet und krank war. Aber ich danke euch für jeden, für den Support. Und vor allen Dingen auch, wir haben die 200 Likes geschafft in dem Testspiel. Das ist sehr, sehr krass, sehr, sehr cool gewesen. Und wer, wie gesagt, den Kanal unterstützen möchte, einfach gerne ein Follow da lassen. Einfach gerne ein Follow hier da lassen. Lasst uns mal einen kleineren, weiteren Schritt gehen zu den 17.000. Und wer sonst noch Mitglied sein möchte, hier könnt ihr Mitglied werden. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Dann habt ihr eben auch eine Raute neben euer Namen und Emojis hier frei. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ne? So, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Nächsten Stream ist schon morgen. Morgen um 18 Uhr reden wir natürlich auch nochmal ausführlicher über das Spiel im Stammtisch. Und sonst, meine Meinung, hört ihr jetzt gleich dann nochmal in der Einzelanalyse zum Spiel. Ja, also, Freunde, haut rein. Kuss geht raus. Kuss auf die Nuss. Ich bin jetzt erstmal raus und ciao, ciao.